Fernsehkunde, der Podcast rund um Kult-Fernsehsendungen mit Bastian, Daniel und Markus. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fernsehkunde. Und heute überraschenderweise sprechen drei Männer über drei Frauen. Über vier Frauen. Entschuldige, natürlich, über vier Frauen. Fängt schon gut an, unsere Sendung. Aber ja, wir haben irgendwie lange, vielleicht auch alle darauf gewartet, dass sich die Golden Boys mit den Golden Girls vielleicht beschäftigen, wobei wir da doch alterstechnisch noch so ein bisschen entfernt wären. Aber ich muss sagen, also das ist eine meiner Lieblingsserien schlechthin, Golden Girls. Und ich begegne da auch immer wieder Sachen. Ich war jetzt zum Beispiel im Supermarkt einfach mal und habe mir die neue Variante der Ferrero Küsschen gekauft, der Sommerküsschen. Und schaut mal her, was es da für eine Variante jetzt gibt. Ich halte das mal in unsere Webcam. Man sieht außen. Also, hier ist à la Cheesecake, ist die Sorte. Es gibt eine Ferrero Küsschen Sorte mit Käsekuchen, Leute. Und da haben wir eigentlich schon eine kleine Verbindung eben zu unserem heutigen Serienthema, nämlich die Golden Girls. Das waren ja diese vier Damen, die sich dann auch immer in der Küche trafen. Bei Käsekuchen haben sie geredet über das, was sie alles ja, bewegt hat in ihrem Alltag, was sie alles erlebt haben. Und das waren schon eine ganze Menge Geschichten. Also wenn man mal dann darüber schaut, wie viele Episoden es gibt, das sind ja knapp 180 Folgen gewesen, aufgeteilt auf sieben Staffeln. Und da muss man echt schon sagen, also Hut ab erstmal, dass diese Ladies auch in dem Alter das vor allen Dingen eben auch geschafft haben. Und ja, man muss allerdings auch sagen, es hat natürlich auch heute einen trauriger Anlass, um über die Sendung zu reden, denn wir hätten ja gerne in diesem Jahr den 100. Geburtstag von Betty White von der Rose Nyland gefeiert. Ja, und wie knapp war's, oder? Sie hat's irgendwie um einen Monat verpasst, glaube ich, oder? 17 Tage, genau. 17 Tage vor ihrem runden Geburtstag hat sie es dann auch nicht geschafft. Und was aber sehr wenige wissen, ist auch, es war nicht nur der 100. Geburtstag von Betty White, es wäre jetzt im Mai auch der 100. Geburtstag von Dorothy gewesen, von Beatrice Arthur. Und das ist auch wirklich auch sehr interessant, weil also das wären die beiden ältesten Schauspielerinnen in dieser Serie, aber da gab es dann noch eine Dame, die anscheinend eine Rolle gespielt hat, die ja noch älter angelegt war, nämlich die Sophia, die Estelle Getty. Und die war quasi die drittjüngste, spielte aber die mit Abstand älteste, wenn ihr so wollt, Rolle mit einer Mutter. Ne? Das ist auch etwas, was man vielleicht so gerne unterdrückt oder gerne vergisst, dass die dann wirklich nochmal ein paar Jahre älter getrimmt worden sind auch. Ne? Ich habe mir im Vorfeld schon gedacht, also es hieß, es geht heute um die Golden Girls, dass heute wohl wahrscheinlich eine Folge wird, wo Lachen und Weinen sehr, sehr eng beieinander liegen wird, weil klar, die Serie ist eine Comedy-Sitcom, da ist auch sehr viel Spaß und sehr viel Freude dabei. Aber zum einen, sie hat auch sehr ernste Themen behandelt durchaus, auch, möchte sagen, für die damalige Zeit, dass sie gemacht wurde, so 85 sehr fortschrittliche Themen. Und zum anderen gab es ja auch nach Ende der Serie ein paar sehr, sehr traurige Geschichten, was mit den Hauptdarstellerinnen passiert ist. Du hast gerade Estelle Getty erwähnt, die hatte ja ein nicht so schönes Schicksal zum Ende ihres Lebens. Genau, da können wir dann später vielleicht noch drüber reden. Das ist ja eine Serie, die man immer wieder auch in den letzten fast ja 30 Jahren jetzt schon überall mal wieder gesehen hat. Also aktuell, glaube ich, läuft sie bei RTL wieder, allerdings bei einem RTL-Sender, einem kleineren RTL ab. Da laufen dann aber auch wieder 3, 4, 5 Folgen hintereinander. Aber man kennt sie auch zum Beispiel aus dem Disney-Channel noch oder auch digital. Ich glaube, bei Disney Plus kann man das Ganze auch gestreamt bekommen, weil das eben aus dem Hause Disney eben auch eine Serie ist. Die haben ja auch, was Sitcoms angeht, ja auch immer noch einen ganz besonderen Lauf gehabt. Das haben wir hier auch schon mal thematisiert. Da war ja auch zum Beispiel die Dinos, war ja auch eine, so gesehen, eine Disney-Sitcom, wenn ihr so wollt. Allerdings stecken hinter den Golden Girls also quasi ein ganzes weiteres Serienuniversum. Da waren dann Produzenten am Start, die haben dann noch viele andere Serien zu der Zeit gemacht. Über die können wir auch gerne noch sprechen. Und was ich natürlich auch an der Serie so ein bisschen interessant finde, das Ende, wo man natürlich gerne mal dieses Thema, wie ich es gerne auspacke, Jump the Shark nimmt. Auch darüber können wir mal nachher drüber reden, inwieweit dann dieses Phänomen auch darauf wieder zutrifft, was da passiert ist.
Und aber ansonsten kann man ja wirklich sagen, also die ganze Welt liebt die Golden Girls, die lieben den Stoff auch. In Deutschland gibt es Theateraufführungen, wo Schauspieler die Rollen übernehmen. Und in anderen Ländern, in den Niederlanden zum Beispiel, gab es sogar eine eigene Golden Girls nochmal Variante erst vor ein paar Jahren. Ja, ich glaube, es war auch nicht nur die Niederlanden, sondern da ist über die Jahre so einiges zusammengekommen. England, Griechenland, Mexiko, Niederlande, Russland, überall da sind später nochmal irgendwie so eigene Formate entstanden, ne? Genau. Aber wir sollten jetzt dann einfach mal anfangen, indem wir uns erstmal einarbeiten, wie sind die Golden Girls denn eigentlich entstanden? Wir fangen an mit unserer ersten Runde. Runde 1. Basiswissen zur Sendung. Wir haben es bei den Golden Girls wieder mit einer NBC-Serie zu tun und über die haben wir auch schon immer mal wieder gesprochen, über solche Serien, die eben Mitte der 80er Jahre entstanden sind, und der Name, der dann immer bei uns fiel in dem Podcast hier, war ja ein gewisser Herr Tartikoff von NBC, der ja dann auch der Geschäftsführer dieses Senders war, und ja, er hat also dementsprechend dafür gesorgt, dass wir die Golden Girls eben sehen können. Er hatte irgendwie immer all seine Finger mit drin in fast jeder Kultserie. Ist auch eine gewaltige Leistung, wenn man sagt, man ist für so ziemlich jede Kultserie aus den 80ern fast verantwortlich. Bei Brandon Tartikoff war es aber, glaube ich, nochmal so ein bisschen anders. Bei den Golden Girls hat er sich so ein bisschen am Anfang verschätzt. Also erstmal muss man sagen, es war wohl zuerst gedacht, dass man so eine Art Senioren-WG, sowas fand man schon irgendwie interessant, weil man auch irgendwie, ich glaube, das war 85 oder 84, da hat man einen Programmtrailer produziert, und da haben dann so mal ältere Schauspielerinnen so die ganz aktuellen NBC-Serien vorgestellt. Darunter war eine Dame, die heißt Doris Roberts, die kennt man möglicherweise aus Remington Steele und aus Alle lieben Raymond. Da hat sie nämlich die Mutter von diesem Raymond gespielt. Doris Roberts, wenn ihr nach ihr googelt, ihr werdet sie bestimmt schon mal gesehen haben. Die hat mit einer anderen älteren Schauspielerin quasi so hergezogen über diese Serien, die NBC eben macht in diesem Programmtrailer. Und da sie dort eben auch Miami Vice vorgestellt haben, die neue Staffel, nannte man also quasi diese älteren Senioren mit diesem ja sarkastischen Ton Miami Nice, weil eben Miami ja auch der ja Altersruhesitz vieler Amerikaner ist, und deswegen hat man gesagt, ah, das ist eine solche Sache, muss man dann Miami Nice nennen. Das wäre ja quasi der Arbeitstitel dann später der Golden Girls gewesen. Es war ja auch direkt aus diesem Fernseh-Trailer, den sie da produziert haben, diese Show und Gag, den die beiden älteren Ladies da beim Vorführen gemacht haben. Die unterhalten sich über Miami Nice, und irgendwann sagt eine, ja, die Sendung, die ist ja so heftig, so brutal, so viel Action, und die andere sagt drauf, ja, es heißt ja auch Miami Vice und nicht Miami Nice. Also direkt ein Gag, den man da aufgegriffen hat. Und deswegen, also auch hier wiederum ein Bezug dazu aufgebaut. Also Doris Roberts war im Gespräch, auch eine Angela Lansbury, die kennt man ja auch zum Beispiel aus Mord ist ihr Hobby, war auch geplant, um dann da mitzuspielen. Und dann hat man sich aber dann final für diese vier Frauen entschieden, die wir sie ja dann auch kennen. Aber es gab da noch eine Rolle, die im Piloten aufgetaucht ist. Denn die vier Damen sollten in ihrer Villa in Miami doch nicht so ganz alleine leben. Die wären ja schon so alt, die brauchen ja jemanden, der sich so ein bisschen um sie kümmert. Also gab es einen Haushälter, einen dann auch noch dementsprechend schwulen Haushälter. Ich glaube, der hieß Coco. Coco, genau. Ja. Coco. Den kann man sich auch nochmal angucken, wenn man sich die allererste Folge auch anschaut, denn das aus dieser Pilotfolge wurde dann auch die allererste Folge der Sendung. Aber Coco taucht dann überraschenderweise ab Folge 2 nicht mehr auf, sondern da wurde dann schon ganz klar Wert darauf gelegt, ja, also besonders Sophia natürlich dann mehr Screentime zu geben. Sie war in der Pilotfolge nur als kleiner Nebencharakter am Anfang gedacht. Klar, ihr Altenheim, die schattige Pinie, die brennt ab, sie darf zu den Frauen hinzuziehen und so weiter. Und dann merkt man schon, klar, Sophia wird irgendwann der heimliche Star werden, und deswegen auch da wiederum musste man da irgendwie umdisponieren. Und Brandon Tartikoff, also der ist noch mit der Idee ums Eck gekommen zu sagen, da muss ein schwuler Haushälter rein, aber das wurde dann ausgemerzt. Wer bis jetzt nicht gefallen ist, und da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen entsetzt, dass die noch keiner erwähnt hat, die Chefautorin Susan Harris, sie hat ja auch die gesamte Serie maßgeblich geprägt mit ihren Geschichten und was sie für die Figuren vorgegeben hat. Was ich noch interessant fand, war von Michael Eisner, späterem Disney-Chef, der bei der Serie sich angeguckt hat und auch das Potenzial sofort erkannt hat, und man kann sagen, damals besonders und heute immer noch besonders. Hauptdarstellerinnen sind alles Frauen ab Mitte 50,
Und das ist heute noch extrem selten. Es ist ja eigentlich so, wenn man das vergleicht mit manchen männlichen Schauspielern, da geht es ab Mitte 50 erst richtig los. Wir nehmen zum Beispiel Liam Neeson, der hat da erst seine härtesten Actionfilme gemacht. Aber bei Frauen, da ist, ja, ab 50 taugen die nur noch zu Nebendarstellerinnen oder Supporting Cast und sowas. Und da ist es damals wie heute was sehr, sehr fast schon Einzigartiges, dass man eine Serie macht, wo nicht nur eine, sondern gleich vier ältere Damen die Hauptrolle spielen. Generell von dem Namen Eisner auch krass, das ist ja wirklich der große Disney-Chef gewesen zu der Zeit, ne? Da sieht man auch mal, also da ist so eine Serie jetzt, wenn die auf so einem Network wie NBC von nationaler Bedeutung dann entwickelt wurde, was da überhaupt für Menschen auch mitgesprochen haben, ne? Das ist doch schon beeindruckend, dass der sich dann da wirklich auch so eingeschaltet hat, und er war von der Susan Harris dann halt sehr schnell überzeugt und hat dann eben auch das Vertrauen gehabt, auf ihre Weiterentwicklung dann da zu setzen, ne? Allerdings muss man natürlich sagen, diese Situation, wir haben Dorothy und wir haben ihre Mutter, also Sophia, und die beiden kabbeln sich andauernd. Ich glaube, das hat wohl in irgendeiner Form auch viele jüngere Zielgruppen angesprochen, jüngere Frauen, weil dieses Prinzip, sich da mit seiner Mutter auseinanderzusetzen, das kennen auch jüngere Zielgruppen. Ja, das ist doch die Serie irgendwie so und so, auch für diese Art von Serie, wo man sagt, man hat ein Ensemble aus Frauen, da ist ja Golden Girls so ziemlich, ich würde sagen, die Urmutter in diesen Serien. Das haben genau, ja auch einer der Drehbuchautoren, genau, von, wollte ich es gerade auch genau nochmal sagen, also einer der Autoren der Golden Girls war ja Mark Cherry, und der hat ja dann später die Desperate Housewives erfunden. Ich glaube auch, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, dass es vor allem Susan Harris war, die sich dann dafür eingesetzt hat, dass die Damen etwas älter werden. Sie gesagt hat, so gut 40 ist jetzt noch nicht wirklich alt, und die dann auch dafür gesorgt hat, dass Sophia Petrillo, also Estelle Gettys Charakter, deutlich älter wird, was Michael Eisner dann wieder sehr gewürdigt hat, weil er gesagt hat, das war eigentlich der geniale Twist, der dann auch den Titel der Serie gerechtfertigt hat, weil in dem Kontrast mit dieser doch 30 Jahre älteren Frau wurden die anderen zu den Girls, weil klar, aus Sophias Sicht sind es noch Girls. Aber man muss natürlich auch nicht nur Susan Harris dort hervorheben, sondern dieses ganze Konglomerat, also mit ihrem Mann Paul Younger Witt, der ja eben auch ein damals schon erfolgreicher Produzent war. Und dann gab es noch Tony Thomas, das ist ein, wenn man den mal googelt, der ist eigentlich auch mehr Filmwissenschaftler gewesen, hat aber auch immer wieder eigene Sachen produziert. Also Paul Younger Witt und Tony Thomas haben zum Beispiel Der Club der Toten Dichter produziert, ne? Also da muss man auch nochmal, also Respekt vor den tollen Film, auch nochmal den beiden Herren zollen. Und ich fand das auch super interessant zu wissen, die haben davor eine Sitcom produziert, die hieß Soap. Und also eigentlich Seifenoper, wenn ihr so wollt, aber sie nannten sie, also es war aber eine Sitcom. Und selbst da haben sie also es schon geschafft, Tabus zu brechen. Da war nämlich Billy Crystal, hat da mitgespielt, und der hat auch einen sogenannten auch homosexuellen Hauptdarsteller gespielt, was es so vorher in einer Serie eben auch noch nicht gab. Und da wollte man natürlich anscheinend mit dieser nächsten Serie dann natürlich auch wieder so das ein oder andere Tabu brechen, was ihnen ja auch gelungen ist. Ja, absolut. Und das ist schon auch bemerkenswert, weil wir ja ein paar Sitcoms hier auch schon besprochen haben, ne? Und wir hatten es eher diese Momente, wo wir gesagt haben, Mensch, die haben auch so fortschrittliche Themen angesprochen. Das war eher immer bei den Sitcoms, als dass es jetzt bei so Drama-Serien sind. Das ist jetzt okay, bei einer Crime-Serie nicht so Sinn macht, ist klar. Aber das hatten wir schon ein paar Mal, und das ist auch hier wieder echt krass, ne? Also alle so diese Themen, Altersarmut, unterschiedliche Lebensmodelle, Probleme, die auftreten, Krankheiten, so, da wurde wirklich alles thematisiert. Ja, nicht nur ein Tabu brechen, ich finde das immer sehr genial, weil wenn man Golden Girls jetzt nur so ein Plakat aussieht, wie die Frauen angezogen sind, also gerade Betty White, wie sie auftritt, dann kommt irgendwie erst der Eindruck, oh Gott, das muss ja eine stockkonservative Serie sein, so das gucken die Republikaner zum Einschlafen. Aber es ist ja das krasse Gegenteil. Es ist sofort, es losgeht, das Ganze ist frisch, das ist modern, das ist auch heute noch sehr, sehr fortschrittlich und spricht Themen an, ausführlich auch, die heute noch häufig untergehen. Das war wahrscheinlich für die eher konservativ eingestellten Amerikaner zu der Zeit wahrscheinlich dann auch eine Hilfe, dass die Charaktere hier etwas älter sind, ne? Wenn man sagt, okay, wenn diese seniorigen Damen da so offen
drüber reden und das auf den Tisch packen, so, dann muss das ja jetzt auch mal salonfähig sein. Ne? Bei jüngeren Charakteren hätte man dann wahrscheinlich eher gesagt, naja, okay, die begehren jetzt da irgendwie mit ganz anderen Einstellungen auf. So hat es wahrscheinlich wirklich geholfen, dass auch diese Themen dann keine Tabuthemen mehr waren. Ne? Genau, da sprichst du nämlich einen wichtigen Punkt an. Es gab nämlich zwei Folgen, die mit dem Emmy ausgezeichnet worden sind. Und eine der beiden Folgen ist die Folge Isn't It Romantic aus der zweiten Staffel, wo es einfach darum geht, dass die Girls bei sich eine Frau aufnehmen und dann stellt sich dann heraus im Laufe der Sendung, die hat gerade ihre Lebensgefährtin verloren, die ist eigentlich lesbisch und das wollten die anderen Girls aber der Rose noch nicht sagen, nach dem Motto, hey, die versteht das nicht, und just diese Freundin verliebt sich dann aber in Rose und es gibt da so erste romantische Anbahnungen und so weiter, aber Rose ist dann doch ein bisschen schlauer, als man ihr das zutraut und hat das natürlich auch in gewissem Sinne erkannt, aber mit dem Thema einfach dann umzugehen, also das war für die damalige Zeit einfach dann doch ein bisschen revolutionär, deswegen gab es für die ja auch die Emmy-Verleihung, den Emmy-Pass. Muss dann noch weitergehen, sie hat es ja nicht nur erkannt in der Folge, da ist ja dann auch, wird ja von ihr direkt gesagt, dass sie da sehr, sehr offen ist und sogar meint, also ja ganz ehrlich, wenn sie auch lesbisch wäre, dann würde sie sich jetzt unglaublich geschmeichelt fühlen und das könnte sich schon vorstellen. Es ist ja großartig. Ja, Blanche war doch schon wieder eifersüchtig auf Rose, ja, dass sie sich nicht in sie verliebt hatte, also von daher. Also wir merken, auch die Entwicklung der Golden Girls war schon sehr spannend. Und die nächste Kategorie wird auch sehr spannend, denn wir schauen uns mal unsere vier Hauptdarstellerinnen etwas näher an. Runde 2. Die Hauptdarsteller. Also vier Damen, die sich einen schönen Altersruhesitz in Miami besorgt haben. Wer sind diese vier Damen? Da hatten wir zum einen Dorothy Sporneck. Der Nachname Sporneck hört sich so ein bisschen, ja, ich hätte fast so gesagt, so ein bisschen slawisch, so ein bisschen osteuropäisch an. Der Name ist darauf zurückzuführen, sie hat einen Mann geheiratet, Stan Sporneck, von dem hat sie sich aber zu Beginn der Serie quasi getrennt. Ich glaube, ich hatte gelesen, Sporneck soll sogar ungarisch sein. Ungarisch, okay. Ukrainisch, soll ukrainisch sein und bedeutet Sammlung oder etwas sammeln. Aha. Was für manche Fans lustig ist, weil die sagen, naja, das passt ja, weil Stan Sporneck hat ja Frauen gesammelt, wenn man genau so will. Stan taucht immer mal wieder auf als Gaststar in der Serie, genau. Ich wollte kurz was sagen, der Name hat tatsächlich einen Hintergrund aus der Produktionsgeschichte, weil es gab einen Manager, er war befreundet mit Susan Harris und der hieß Kent Sporneck und quasi als Tribut an ihn bekam eine der Hauptfiguren den Namen Sporneck. Aber spannend, was du da noch ausgräbst. Also das hätte ich mir natürlich auch nicht erträumen lassen, dass es da so tiefe Verwurzelungen gibt. Jedenfalls ist Stan auch immer mal wieder, habe ich ja gerade gesagt, in der Serie mal zu sehen und sorgt da so ein bisschen auch immer noch für Chaos. Und am Ende ist aber Dorothy auch diejenige, die ja dann einen neuen Mann findet, einen sehr interessanten Mann am Ende der Serie. Da heiratet sie nämlich den Onkel von Blanche und der wurde gespielt von Leslie Nielsen, also auch ein ganz besonderer Gast. Charakter hat aber auch den Hintergrund gehabt, dass die Schauspielerin Bea Arthur irgendwie auch aus der Serie so gesehen aussteigen wollte und man sich noch nicht so ganz einig war, setzen wir die Serie jetzt sofort mit einfach einer anderen Frau oder machen wir eine ganz andere Serie mit den übrig gebliebenen Darstellern und das zweite trat ja dann auch am Ende ein. Sprechen wir halt eben später noch drüber, aber kommen wir nochmal zurück zu Dorothy. Die ist eigentlich in New York größtenteils angesiedelt gewesen, hat als Lehrerin gearbeitet und macht das jetzt quasi in ihrem Altersruhesitz in Miami immer noch so ein bisschen, dass sie ein bisschen als Aushilfslehrerin irgendwie arbeitet. Ist auch immer so ein bisschen eigentlich so von der Truppe diejenige, die so ein bisschen so in diese Anführerrolle vielleicht auch gesetzt wird und so weiter. Als sie auch wegbrach am Ende, ist natürlich auch irgendwie ganz klar so ein bisschen der Fokus dieser Serie natürlich dann auch irgendwie anders weg gewesen. Ja, es hatte keinen Sinn gemacht, ohne sie das fortzusetzen, weil das sind ja alle vier, die gehören ja zusammen, die formen ja ein Kernteam zusammen, das Herz dieser Serie. Wenn da eine aussteigt, geht's natürlich nicht mehr. Was ich bei dem Cast immer spannend finde von Beatrice Arthur ist, dass die Figur Dorothy schon wohl in den allerersten Entwürfen zu den Drehbüchern als Beatrice Arthur-Type beschrieben wurde. Aber Beatrice Arthur war tatsächlich die Letzte, die sie gefragt haben, ob sie das spielen will, nachdem viele andere abgesprungen sind. Ich würde ja von Bea Arthur gerne mal den Darstellerinnenvertrag sehen, weil ich habe gelesen, sie hatte eine besondere Vertragsklausel, nämlich sie ließ sich vertraglich festsetzen, das Recht, im Set barfuß unterwegs zu sein.
ich weiß nicht, da scheinen irgendwie die Füße mal gezwickt zu Method haben. Method Acting, ja. Aber ja. Aber man kann aber auch sagen, generell, Bea Arthur hat eine Sitcom-Geschichte einfach in den USA für die Leute. Sie kennt nahezu jeder, weil sie in der US-Version von Ein Herz und eine Seele mitgespielt hat bei All in the Family. Da hat sie dann so eine Nachbarin gespielt, die dann quasi den amerikanischen Ekel Alfred immer so eingeheizt hat. Der war ja ähnlich schräg drauf wie der auch in Deutschland. Und diese Rolle fanden die dann so gut von dieser Nachbarin, dass sie ihr auch eine eigene Serie gegeben haben, nämlich Maud, also nach der Figur eben auch benannt. Und die lief auch über viele Jahre und lief auch sehr erfolgreich. Und interessanterweise auch da hat dann auch Rue McCallaghan mitgespielt in verschiedenen Folgen. Die ja dann später auch wieder hier bei den Golden Girls, dann kam sie ja als Blanche zurück. Und ich finde es auch nochmal sehr spannend, also diese Serie Maud kennt man in Deutschland nicht, aber es lief tatsächlich mal bei RTL eine Adaption von Maud, also eine deutsche Version, die nannte sich Corinna, lief Anfang der 90er Jahre für einige Folgen bei RTL. Also wenn man die nochmal irgendwo auftreiben könnte und so weiter, könnte man sich ungefähr vorstellen, wie diese Mode-Serie funktioniert hatte, also aber für die deutschen Verhältnisse und vor allen Dingen RTL hatte einfach, muss man auch wirklich sagen, nie ein gutes Händchen damit gehabt, die amerikanischen Vorbilder zu adaptieren. Können wir ja mal eine eigene Sendung drüber machen, wie das ausgegangen ist. Jedenfalls, Bea Arthur ist auch übrigens noch sehr bekannt unter den Star Wars Fans. Denn sie hat bei einem Star Wars Christmas Special, was ja sehr das Holiday Special, das Holiday Special genau mitgewirkt und so weiter. Also selbst in dem Bereich hat sie also ihre in Anführungszeichen Lorbeeren sich verdienen können. Eine ganz tolle Schauspielerin. Ich habe sogar jetzt nochmal herausgefunden, sie war 1993 immer mal wieder in Deutschland zu Besuch. Es gibt in ihr Auftritte bei Sendungen wie, natürlich hat sie da über die Golden Girls gesprochen, sie war zum Beispiel bei Boulevard Bio und sie war bei Schreinemakers Live und hat über die Golden Girls damals gesprochen. Das war allerdings auch das Jahr, wo die Serie offiziell in den USA dann beendet war mit ihr, also wo sie dann ausgestiegen war. Und das hatten die in Deutschland gar nicht auf dem Schirm gehabt. Wir waren ja immer ein paar Jahre hinterher und deswegen dachten wir, wow, da kommt jemand von den Golden Girls nach Deutschland. Aber sie war auch die Einzige, die auch wirklich Zeit hatte, weil sie halt eben dann nicht mehr mitgespielt hatte. Ja, dann, ich glaube, wenn du sagst, Lorbeeren im Sinne, im Zusammenhang mit dem Star Wars Holiday Special, da vielleicht eher nicht so, ist vielleicht eher so. Das soll nicht so beliebt sein, ja. Aber vieles, was danach kam, war auch nicht besonders beliebt bei Star Wars Fans. Ja, gut, das stimmt auch. Nee, aber was ich eher sagen wollte, wenn man sie sich anguckt, Beatrice Arthur in Golden Girls, bin ich immer wieder fasziniert über die ganze Serie, wie unglaublich vielseitig sie diese Figur Dorothy auch gestalten kann, weil sie tritt ja auf den ersten Blick so ein bisschen sehr ernst, sehr forsch auf, alles so ein bisschen durchgeplant, kann sich dann aber auch immer wieder sehr, sehr verletzlich, sehr, sehr gefühlvoll und vor allem sehr, sehr einfühlsam gegenüber anderen zu geben. Das ist etwas, was ich da sehr, sehr bewundere, ohne dass sie diese Grundstärke, die sie da hat, diese Grundpower verliert. Genau. Und vor allen Dingen war sie auch oft diejenige, die ja besonders es auf ein Familienmitglied in der Runde so abgesehen hat oder auf eine Mitbewohnerin. Sie hat nämlich immer mal wieder gerne die Rose ein bisschen zurechtgestutzt. Und ja, das haben sie alle. Weil Rose natürlich so ein bisschen auch damit glänzte. Sie kam ja aus Minnesota, hat dort auf einer Farm gelebt und das war alles ein bisschen weltfremd für sie. Der kleine Ort St. Olaf. Genau. Den es ja so gesehen nicht gibt. Es gibt keinen Ort, der St. Olaf heißt, allerdings gibt es ein College in genau. Minnesota, was das St. Olaf College eben ist. Und ich habe in Paderborn studiert, an der Uni Paderborn, und rate mal, mit welcher Uni die Uni Paderborn einen Partneruniversitätsvertrag hat. Dann wisst ihr auch, warum ich das weiß. So, aber Zufälle gibt es halt eben schon so, aber es ist dann auch irgendwie interessant gewesen. Klar, diese ganze St. Olaf-Nummer, sie erzählt ja gerne in jeder Folge, wir aus St. Olaf haben das und das erlebt. Aber das soll ja ein Ort gewesen sein, wo sehr viele, sagen wir mal, Einwanderer aus Skandinavien, aus Norwegen gelebt haben. Und irgendwann, ich habe es aber auch nur in der Literatur zur Sendung gelesen, wird in irgendeiner Folge die Wahrheit offenbart. Sie ist so gesehen gar keine Dame, die norwegische Vorfahren hat, sondern die Eltern, die sie da irgendwie großgezogen haben auf ihrer Farm, das waren gar nicht ihre leiblichen Eltern, sondern sie entstammt ja anscheinend einer kleinen Seitenliebe, einer verbotenen Liebe, kann man sagen, zwischen einer Frau, die früh gestorben ist, und einem Priester.
Und dann landete sie dann quasi bei ihren Adoptiveltern eben auf dieser Farm in St. Olaf. Und das hat sie dann auch nochmal in irgendeiner Folge wahrscheinlich dann auch sehr mitgenommen, dass sie darüber auch nochmal reden musste. Fand ich noch so einen sehr lustigen Hintergrund Ja, es ist thematisch ja auch sehr interessant, dass man da so eine Patchwork-Familie direkt auch im Hintergrund von so einer Figur anlegt. Genau. Aber Familie ist eh immer ein Riesenthema in der Serie gewesen. Es kommen die Kinder zu Besuch. Ja, jedes der Golden Girls hat bestimmt zwei, drei, vier, fünf Kinder. Es kommen Schwestern, es kommen Väter, es kommen alle möglichen, von allen möglichen, die Verwandten dann nochmal an. Und es werden auch über Leute dann gesprochen, die nicht auftreten, aber das wird dann auch durch die ganze Serie geschoben, dass Dorothy zum Beispiel einen Bruder hat, der einfach irgendwie immer gerne Frauenkleider trägt und so weiter, wird dann auch immer häufig so thematisiert. Und das sind solche Sachen, so Running Gags dann immer wieder. Und ja, jedenfalls Betty White, die Rose ja gespielt hat, ist, das habt ihr ja dann mitbekommen, jetzt Anfang des Jahres dann gestorben, beziehungsweise am 31.12.2021. Und sie war halt eben auch für die Amerikaner eben auch so Everybody's Darling, weil sie eben auch eine besondere Sitcom-Karriere, wenn ihr so wollt, dann auch zurückgelegt hat. Und sie hatte auch eine interessante Rolle in einer sehr populären Serie, nämlich bei der Mary Tyler Moore Show. Die gab es sogar auch mal in Deutschland zu sehen. Da hatte dann Betty White so eine Rolle, aber intus, wo sie so ein bisschen auch so der männervernaschende Vamp war. Und diese Rolle ist dann jetzt quasi bei den Golden Girls natürlich so zu Rue McClellan, also zu Blanche, so ein bisschen auch nochmal dann umgeswitcht und so weiter. Aber auch deswegen haben sie Betty White auch geliebt und es waren große Sachen geplant zu ihrem Geburtstag. Da sollte dann in den Kinos in den USA auch eine Dokumentation über sie laufen an dem Geburtstag. Das haben sie ja dann auch noch gemacht. Das war ja auch alles fertig. Aber just, was macht die Dame einfach kurz vor ihrem Geburtstag? Sagt sie dann doch nochmal tschö und naja, gut, aber so. Aber was für eine Karriere, ne? Also, irgendjemand hat ihr ja sogar mal irgendwie den Weltrekord für die längste TV-Karriere als Entertainerin wohl zugeschrieben, ne? Also, da sieht man ja schon dann, kann man jetzt von halten, was man will, von so einem Titel, aber es ist auf jeden Fall schon eine absolut wahnsinnige Karriere, ne? Ja, Entertainment ist ja auch etwas, was der Frau im Blut lag. Ich meine, wir haben vorher schon über diese St. Olaf-Geschichten geredet und es war tatsächlich so, dass, klar, die standen im Drehbuch, aber Betty White hat von sich aus bei der Aufnahme dann oft immer noch wieder einen draufgesetzt, sich einfach sowas ausgedacht noch dazu und das hat so super immer gepasst. Man merkt es auch bei Rue McClanahan und Beatrice Arthur manchmal, jetzt macht Betty White gerade wieder eine Impro, die so absurd ist, dass sie selber kurz aus der Rolle fallen und lachen müssen, aber es war einfach von Betty White Seite so großartig und auch wenn sie gerade halt nicht mehr in der Rolle waren, die Reaktion einfach so echt, dieses sich ablachen, dass sie es drin gelassen haben in der Serie. Also ich glaube, erstes Beispiel war die Geschichte mit dem Heringzirkus in St. Olaf. Und mehr sage ich jetzt da gar nicht dazu. Die Szene muss man selber sehen. Sie ist großartig. Welche Folge findet die statt? Nur damit man direkt mal... Warst du nicht? Okay. Weiß ich jetzt nicht mehr aus. Googelt nach den Heringzirkus. Da wird bestimmt auch nochmal ein Ausschnitt irgendwo zu finden sein. Die dritte im Bunde, Blanche Devereaux, eine Südstaaten-Lady, hat anscheinend wohl gut ausgesucht ihren Ehemann. Der hatte ein bisschen viel Kohle, kommt aber anscheinend auch aus einer reichen Familie. Denn wer kann sich schon in Miami so ein tolles Haus leisten? Jedenfalls, der Mann ist dann irgendwann gestorben und sie suchte sich halt eben Mitbewohnerin für ihre Villa in Miami und stieß dann eben auf die anderen drei Damen, wenn ihr so wollt, beziehungsweise zuerst nur auf Dorothy und auf Rose. Und dann am Ende kam halt Sophia noch mit dazu, weil, wie gesagt, ihr Altenheim dort abgebrannt ist. Ja, ihre Rolle. Also sie ist natürlich immer irgendwie auf Männerfang. Alles, was mit Schönheit, mit Attraktivität zu tun hat. Sie ist also der festen Überzeugung, dass man also eigentlich nur glücklich sein kann, wenn man dann auch einen männlichen Partner da in ihrem Leben irgendwie auch hat. Ja, sie ist ja auch sehr, sehr eitel und kommt da auch sehr, sehr oberflächlich oft rüber. Es gibt ja eine Folge, wo sie meint, jetzt werde ich Romanautorin und ja, warum will ich das ja, weil Reichtum, Berühmtheit, dann der rote Teppich, das wird verfilmt und das bringt sie auch immer wieder mal in Konflikt mit Rose, die ja, ich möchte nicht sagen einfacher gestrickt ist, aber bodenständiger ist, die da einfach sagt, Blanche, darum geht's doch nicht im Leben. Das Wichtige im Leben ist doch, dass man gute Freunde hat, dass man sich anderen gegenüber freundlich verhält. Es gibt doch immer einen schönen Kontrast zwischen den beiden. Aber auch dann, auch die Schauspielerin selber, Rue McClanahan, auch
mir immer mal wieder aufgefallen in Nebenrollen, in Filmen und in Serien dann auch. Aber auch, wie gesagt, Sitcom erfahren und hat, wie gesagt, mit der Bea Arthur auch schon in einer anderen Serie auch schon viel sich da ausgetauscht, mitgespielt. Ist eigentlich die jüngste im Bunde, ist aber auch, glaube ich, als zweites dann gestorben, irgendwie nach zwei Schlaganfällen, sowas. Was ich gerade in der, wenn man jetzt an Betty White und Rue McClanahan denkt, hast du ja schon gesagt, die sollten ja eigentlich sollte ja Betty White nochmal die Blanche spielen und Rue McClanahan die Rose. Nachdem die aber beide diese Art Typ von Frau schon in anderen Sitcoms gespielt haben, haben sie wohl selber auch angefragt, ob das nicht möglich wäre, dass sie einfach die Figuren tauschen, um mal was Neues zu spielen. Diesem Wunsch ist man dann auch nachgekommen und deswegen haben die zwei auch der Serie überhaupt erst zugesagt. Genau, dass man da so ein bisschen Ja, Variation war Variation das eigenen Wort, genau, Karriere entschuldige. reinbringen. Genau. Also es lag mir auf der Zunge und einer Dame, der eben auch sehr viel immer auf der Zunge liegt, die es aber auch rauslässt und nicht für sich behält, war ja Sophia Petrillo, die Mutter von Dorothy Sponeck, gespielt von Estelle Getty. Also eigentlich für viele immer noch so der heimliche Star. Nehmen wir diese Beispiele immer noch, die Alten aus der Muppet Show, die hinten immer noch einen Spruch ablassen. Nehmen wir bei der Prinz von Bel-Air, den Jeffrey, den Butler, der immer noch irgendwas draufzulegen hat, um das Ganze nochmal humoristisch zu hören. Diese Rolle hat ganz klar die Sophia eigentlich intus in dieser ja, Frauen-WG. Und das Interessante war aber dann auch, warum hat sie so eine lockere Zunge? Also in der Pilotfolge wird also auch dann gesagt, tatsächlich, dass wohl Sophia erst vor einigen Wochen wohl einen Schlaganfall hatte und seitdem sagt sie einfach immer wieder, was sie denkt und so weiter. Das muss dann einfach aus ihr raus. Ja, sie kann das Und nicht mehr kontrollieren, sie ist dann jetzt einfach sehr impulsgesteuert. genau, und aber das war halt eben auch das Highlight einfach so, dass sie auch noch in dieser Rolle so aufgeblüht worden ist. Estelle Getty hatte zu dem Zeitpunkt schon so auch eine Karriere gehabt, die ist auch durch viele Nebenrollen immer wieder aufgefallen. Uns fällt sie wahrscheinlich eben nicht in Filmen heutzutage auf, weil sie da ja auch noch relativ jung einfach wirkt. Sie spielt zum Beispiel bei Mannequin, das war ein Film in den 80er Jahren, der sehr populär war mit Kim Cattrall, hat sie zum Beispiel eine größere Nebenrolle gehabt. Und in solchen Filmen aber fällt sie uns nie so richtig aus. Sie ist sonst auch eine sehr kleine Frau. Und man muss dann aber auch wirklich sagen, sie hat dann einfach wohl alles aus dieser Rolle auch rausgeholt, sodass man dann am Ende sie sogar an die Seite von Sylvester Stallone Ja, stellen konnte für Stopp oder einen. meine Mami schießt. Ja, na klar. Fast so ein bisschen aber da der Ja. Rollentyp eigentlich besetzt, ne? Also da hat man schon ganz klar irgendwie an hier die Serie gedacht. Ich fand das als Kind wirklich super. Ich war mit meinen Eltern, das weiß ich sogar noch, tatsächlich in diesem Kinofilm und auf den Kinoplakaten. Da sieht sie einfach auch aus wie die Sophia aus Golden Girls. Aber dann, wenn du dann den Film selber guckst, hat sie dann irgendwie eine andere Perücke auf. Dann hat sie so rote Haare und wirkt auch viel adretter, viel jünger und so weiter. Du hast Also, es ja vorher schon erwähnt, dass Estelle Getty ja eigentlich die jüngste von dem Ensemble war. Die Und es zweitjüngste, die Rue zweitjüngste, McClanahan war noch. stimmt, Ja. McClanahan war noch jünger, sorry. Die zweitjüngste. Und es hat auch, was ich mal gelesen habe, am Anfang wohl um die 3 Stunden gedauert, bis man sie mit Make-up, Perücke und allem in Sophia Petrillo verwandelt hat. Zum Ende der Serie hat man es dann geschafft, da war man routinierter, da waren es dann nur noch 45 Minuten. Zwischen der ersten und der zweiten Staffel hat die Make-up-Artisten aber fast der Schlag getroffen. Weil Estelle Getty hat sich tatsächlich das Gesicht liften lassen. Also sah noch mal ein bisschen verjüngt aus und die haben gedacht, das gibt's doch nicht, jetzt dürfen wir noch mehr Falten raufschminken. Da war doch mal was in der Baywatch-Folge, aber egal. Naja, das ist immer, wenn die Leute sich dann da dazwischen irgendwie mal so unters Messer legen. Ja. Es gab aber auch so Momente natürlich bei den Golden Girls, so nach dem Motto, dass irgendwie mal sich Blanche vor einem Spiegel gestellt hat, oder sie guckt von oben nach dem Spiegel, den sie sich über den Kopf hält, und dann sagt sie, oh Mensch, sehe ich gut aus, und dann legt sie den Spiegel auf den Tisch und dann guckt sie dann von oben auf den Spiegel, oh mein Gott, und so weiter. Ne? Also das Thema Schönheit war natürlich auch immer wieder wichtig bei den Golden Girls, ja. Was mich bei Estelle Getty hat immer auch sehr, sehr bewegt, ist die Geschichte, die halt sich hinter der Kamera auch abgespielt hat. Sie war ja wahnsinnig nervös immer am Tag der Aufzeichnungen. Das hat, ich glaube, Beatrice Arthur, was man die erzählt hat, dass sie schon am Tag bevor die Dreharbeiten waren, extrem nervös war. Und das war so, wie hat sie es beschrieben, als würde eine dunkle Wolke über ihr hängen. Bei der Aufzeichnung hat sie dann sehr oft den Text vergessen. Das ist im Laufe der Jahre so schlimm geworden, dass man ihr schließlich erlaubt hat, dass sie so kleine Stichworte, Notizen sich mitnehmen kann. Die hat sie sich dann teilweise auf die Tasche geklebt, sodass sie da halt unauffällig draufschauen kann.
man hat das lange, lange Zeit auf Lampenfieber einfach geschoben, gedacht, die ist halt einfach so extrem nervös und dann sehr viele Jahre später, bevor sie dann auch gestorben ist, erst rausgefunden, nein, das waren leider schon die ersten Anzeichen von einer schlimmen Form der Demenz, die die Frau dann halt leider auch eingeholt hat. Und das ist etwas, was mich auch immer sehr, sehr traurig macht, was ich einfach unglaublich tragisch finde, dass einen so großartigen Menschen und so eine großartige Schauspielerin wie Estelle Getty so eine Krankheit wirklich zugrunde richten kann. Das hat sie definitiv nicht verdient. Aber man muss ja wirklich sagen, dass sie in ihren letzten Lebensjahren dafür umso mehr produziert hat. Also es gab ja auch noch Spin-off-Serien und wer war bei den Spin-off-Serien immer wieder zu Besuch? Das war dann Sophia tatsächlich. Ne? Also ja, sie war ja in der Rolle auch zum Beispiel in der Sitcom auch Blossom mit drin in einer Traumsequenz, also Sophia Petrillo nochmal aufgetreten ist. Ich wollte nur zumindest einen Hinweis natürlich geben, dass man bei Sophia natürlich auch immer einen Aspekt nicht vergessen darf. Sophia kommt ja aus Sizilien. Das ist die Heimat der Mafia und es wird immer mal wieder unterstellt, so nach dem Motto, dass es da auch familiäre Beziehungen in irgendeiner Form geben kann. Also dass man dann da auch, also wirklich dann schon mal so ein bisschen aufpassen muss, dass man Frau dann wirklich auch manchmal ernst nehmen muss bei dem einen oder anderen lockeren Spruch, weil dann kann man ja wirklich irgendwann mit Zement schon aufwachen oder so. Sie hat ja auch immer sehr lebhafte Geschichten, dieses Jahr stellt euch vor und dann kommt eine Anekdote von früher. Und was man auch sagen muss, Sophia hat ja durchaus ein sehr tragisches Moment, weil sie ist aus Italien, das erfahren wir ja auch in einer späteren Folge, dass sie nicht erst in Amerika geheiratet hat, sondern in Italien zwangsverheiratet werden sollte und abgehauen ist, so erst nach Amerika gekommen ist. Das ist ja auch etwas, was sie Dorothy beichtet, weil sie was hinterlassen will und sich dafür auch so ein bisschen schämt, weil sie ist natürlich noch in diesem italienischen Denken und da war das damals, als sie geflohen ist, eine große Schande. Sie hat die Familie entehrt und Dorothy dreht es um und nimmt dann eine Botschaft auf, so ein Diktiergerät für ihre Kinder dann quasi. Sie ihnen sagt, ja, eure Oma war eine starke Frau, die hat sich gegen gesellschaftliche Konventionen gestellt und sich die Freiheit erkämpft. Das fand ich auch großartig. Genau, aber auch das ist an dieser Serie einfach sehr schön. Es gibt sehr viele, ja, Rückblenden, kann man sagen, ne, wo man dann auch nochmal Sophia sieht, wie sie mit ihrem Mann noch zusammenlebt und dann erzählt, genau wie sie in New York eben als Einwanderer gelebt haben und so weiter. Also das finde ich schon also auch sehr schön, dass das nochmal als Thema immer wieder auch aufgegriffen wird in der Serie. Ich habe mir nochmal so ein bisschen Gedanken gemacht, weil wir ja hier die Fernsehkunde sind und wir ja die eine oder andere Sitcom schon dabei hatten. Was ist jetzt an der Sitcom so besonders, wo wir jetzt auch diese Hauptdarstellerin ja alle mal kurz skizziert haben? Und ich habe nochmal so überlegt, sowas wie eine schrecklich nette Familie, was wir ja auch schon besprochen haben, da ist natürlich so die Bundys, die sind ja unglaublich überzeichnet. Das ist ja fast schon teilweise eine Karikatur. Auch ein Alf, na gut, das ist halt natürlich eine Fantasy-Figur. Was hier wirklich diese Stars der Sendung so auszeichnet, finde ich, also man nimmt denen einfach zu 1000% ihre Rollen ab, ne? Also man kann sich keinen anderen darin vorstellen in den Rollen fast und es ist einfach total authentisch. Das ist so das eine, was ich besonders fand. Und das andere, das kann man auch gut vielleicht an den Bundys vergleichen. Die Bundys sind ja auch ein Ensemble, ne? Also da sind ja auch alle Familienmitglieder witzig. Aber niemand würde jetzt wahrscheinlich bestreiten, dass jetzt Al Bundy als Familienoberhaupt irgendwo noch mal so ein bisschen über den anderen Personen steht und auch die prominenteste Rolle hat. Hier kann man jetzt vielleicht auch so seine Lieblingsfigur haben, aber es ist eine echte Ensemble-Sitcom, ne? Also da kann jeder seinen Liebling ausmachen. Die sind erstmal alle gleichberechtigt, die wir da sehen. Und jetzt geht so ein bisschen auch die Filmtheorie, ja, also vielleicht hat ja der ein oder andere hier auch mal vor, irgendwie eine Sitcom zu schreiben von den Zuhörern. Wir haben hier eine Gruppe, die hat als Gemeinschaft einen gemeinsamen Gegner. Und der Gegner, das ist das Alter oder das Älterwerden. Und zwar nicht nur die Wehwehchen, sondern auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Ihr habt ja auch gerade schon ein paar genannt, ne? Liebe und Beziehung und was da nicht alles kommt. Und gleichzeitig gibt es aber nicht nur den Konflikt, die Gruppe gegen ein Thema, sondern es gibt auch Konflikte innerhalb der Gruppe, wie man damit umgeht. Und das sind so zwei wichtige Aspekte, die man bei so einer Sitcom immer hat, aber natürlich immer auf eine andere Art und Weise. Und hier ist es eben nochmal sehr besonders. Und was immer da passiert, das ist natürlich die
goldene Sitcom-Regel, am Ende raufen sich alle zusammen und am Ende der Folge ist alles wieder so wie am Anfang, mal so ein paar rote Storylines ausgenommen. Aber diese Authentizität und das Ensemble, ne, das sind so für mich zwei Sachen, die es echt ausmachen, auch nochmal bei der Serie. Ich glaube, es ist auch gerade bei dieser Serie das Besondere, dass wir ja tatsächlich Figurenentwicklungen haben, die sich dann durchziehen bis zum Ende. Ich meine, wir haben vorher schon kurz erwähnt, Dorothy hat noch einen Bruder, der transvestit war, was etwas ist, was ja Sophia Zeit ihres Lebens nie wirklich akzeptieren konnte. Man sieht den Bruder zwar nicht, aber er wird in der Folge, als er, dass man dann erfährt, er ist gestorben, wird das ja intensiv behandelt und geht ja so weit, dass Sophia sich dann auch öffnen kann und zum akzeptieren kann, ja, mein Sohn war transvestit, und diese Folge ja dann auch sehr, sehr emotional endet mit Sophia in Tränen, die nur noch sagen kann, mein Baby ist tot. Und diese Entwicklung von Sophia, die akzeptiert ist, das bleibt er erhalten. Das wird nicht wieder zurückgenommen, um dann später nochmal eine ähnliche Geschichte zu erzählen, wie man es ja oft bei Serien hat. Es bleibt drinnen. Und das hast du bei allen Figuren. Ja, ja, also es gibt eine Entwicklung in den Figuren, das stimmt. Ne? So die kleinen Streitereien, die sind dann irgendwie nach einer Episode wieder vorbei, aber also, es gibt schon Storylines, die sich durch alle Staffeln ziehen, ja. Weil du jetzt gesagt hast, die sich zusammenraufen, das passiert dann oft, wir haben es ja eingangs erwähnt, mit dem Käsekuchen, passiert dann oft bei einem Stück Käsekuchen am Tisch in der Küche. Da werden die Probleme dann besprochen, man lacht drüber, man weint drüber und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Ich habe mal gelesen, dass tatsächlich dieser Käsekuchen oder Englisch Cheesecake, das wurde so ikonisch, dass Bäckereien aus ganz Amerika angefangen haben, der Produktionsfirma Käsekuchen auch zu schicken. So könnt doch mal verwenden in der Serie. Sehr zum Leidwesen von Bea Arthur, denn sie hat Käsekuchen gehasst. Ich hatte immer ein bisschen mit einem weinenden Auge dann reingebissen. Ja, und der berühmt-berüchtigte Tisch in der Küche, das ist ja auch schon dem einen oder anderen sicherlich aufgefallen. Drei Stühle, ne? Also man fragt sich immer, warum steht da kein vierter Stuhl? Aber natürlich ist es einfach die Kameraseite, ja? Also da ist es das einfach produktionelle Hintergründe. Ja, und das passt ja auch, weil natürlich dann Sophia auch so klein ist. Das wird ja auch oft thematisiert. Dann kann sie halt eben da gut dann daneben ranstehen. Dann ist man so auf einer Höhe natürlich dann auch immer noch sehr spannend. Ja, ihr habt jetzt schon so viele Folgen auch irgendwie angeteasert so ein bisschen. Das ist natürlich ein super Übergang für die nächste Kategorie. Beziehungsweise ich wollte noch einen Hinweis, um das mit den Schauspielerinnen hier abzuschließen und mit den Rollen. Wenn ihr mal wissen wollt, welches Golden Girl ihr eigentlich seid, ja, es gibt unzählige Tests im Internet, wo man das spielen kann. Welches Golden Girl bin ich? Also macht das ruhig mal und ich kann es verraten. Bei mir kam da meistens Rose raus. Überraschung, Überraschung. Okay, dann wechseln wir jetzt in unsere, ja, besten Episoden Auflistung mal rüber. Runde 3. Unvergessliche Folgen. Welche Folgen von den Golden Girls sind uns vielleicht aus irgendeinem Grunde besonders aufgefallen? Ich habe es am Anfang schon angedeutet, die Serie ist ja mit sehr vielen Preisen ausgezeichnet worden, unter anderem Emmys. Ich habe just also auch dann diese eine Folge mal vorhin ja mit euch besprochen. Die Folge aus der zweiten Staffel Isn't It Romantic, Staffel 2, Folge 5, zu Deutsch Liebesgeständnis, wie gesagt. Die Golden Girls bekommen Besuch von einer Freundin, da stellt sich heraus, sie entwickelt romantische Gefühle für Rose und ein Riesenverwechslungsspiel und so weiter. Aber es wurde sogar ein Jahr zuvor schon eine Folge von den Golden Girls bei den Emmys aufgezeichnet, in ihrem Premierenjahr. Also man muss dann da die Serie schon also wirklich super einfach angefangen haben. Das war eine Folge, die nannte sich A Little Romance, eine ganz kleine Romanze. Und es geht grob gefasst darum, dass eben Rose anfängt, sich mit einem Kollegen aus ihrer Arbeit, die arbeitet in einem, ich glaube, Museum war es, nee, Museum, das war Blanche, sie arbeitet irgendwie, in der Kirchorganisation oder mit irgendjemandem zusammen. Und es stellt sich dann aber heraus, dass dieser Mensch besonders klein ist. Also dann fallen dann Sätze wie, ist das ein Lilliputaner und so weiter. Also er war nicht sehr groß, dieser Mann. Und das wollte Rose anscheinend am Anfang so ein bisschen vor den vor ihren Mitbewohnerinnen so ein bisschen verbergen. Aber dann haben sie ihn dann trotzdem einfach mal eingeladen. Und dann offenbart sich halt dann die Wahrheit und so weiter. Und man spielt dann halt eben immer mit diesen ganzen Sachen, dass man nie das mit dem Wort kurz in den Mund nehmen darf und sowas, wenn man mit ihm spricht. Und am Ende aber verlässt er dann Rose mit der Begründung eben, Rose sei ja nicht jüdisch.
Und deswegen könnte es keine Beziehung geben. Also auch hier wiederum mit diesem Spiel trennen sie sich jetzt wegen der Größe. Nein, sie trennen sich eben, weil das mit den Konfessionen nicht geklappt hat. Also auch hier wiederum, man greift einfach hier wieder dieses Thema auf, der, ja, so gesehen, Political Correctness so ein bisschen. Fand ich einfach eine sehr schöne Folge. Dann für alle Liebhaber, die immer die Situation so interessant finden mit Dorothy und mit Sophia, immer Mutter- und Tochter-Situation. Es gibt eine Folge, die heißt Muttertag. Und bei der Folge, das ist in der dritten Staffel, die Folge 25, die blicken dann die Mädels darauf zurück, wie das immer so war. Sie haben Muttertage ja auch in der Vergangenheit erlebt, wie das war, dass sich dann die Kinder nicht gemeldet haben oder sie irgendwas erlebt haben. Und es gibt eine Rückblende. Sophia erinnert sich an einen Muttertag und wie das war in Brooklyn. Und wer kommt an diesem Muttertag zu Besuch? Ihre eigene Mutter. Und die wird dann aber wiederum gespielt von Beatrice Arthur in dieser Rolle, eben von ihrer eigenen Mutter. Das ist sehr, sehr lustig, sich das mal anzuschauen, wie das aussieht in dieser Rückblende. Wie gesagt, tritt dann Beatrice Arthur eben also genauso sarkastisch und frech als ihre Mutter irgendwie auf. Also das ist sehr, sehr lustig. Und eine noch sehr interessante und schöne Folge habe ich mir noch notiert. Die heißt im Deutschen Drei aus Sizilien, im Original Foreign Exchange, ist in der vierten Staffel die Episode 24 gewesen. Und zwar, als Dorothy geboren worden ist, wurde auch ein anderes Kind in einem Krankenhaus eben auch geboren. Die beiden Mütter haben sich dann auch angefreundet und sind immer in Kontakt geblieben. Und plötzlich heißt es, Mensch, ja, die beiden Mütter treffen sich mal wieder, beziehungsweise die Familie eben dieses anderen Kindes, was eben auch zur gleichen Zeit wie Dorothy geboren worden ist. Und es stellt sich anscheinend heraus, als diese Eltern dann dementsprechend bei denen zu Besuch kommen, Mensch, die sehen ja fast so aus wie Dorothy, ja, und die wiederum haben dann aber eine Tochter, die so fast aussieht wie Sophia, wie aus einem Eigepelz, trägt auch so ein kleines Handtäschchen und so eine dicke Brille und ist so ganz klein, und dann will man also darum streiten, Mensch, also da muss es ein Tausch muss während der, kurz nach der Geburt da stattgefunden haben, Sophia und Dorothy sind nicht Mutter und Tochter, aber am Ende stellt sich dann doch irgendwie alles als falsch heraus, aber mit solchen Gags spielen die dann in dieser Folge. Da findet auch noch eine schöne Nebengeschichte statt, nämlich mit Rose und mit Blanche, die nehmen an einem Dirty Dancing Tanzkurs teil mit einem jungen, attraktiven Tanzlehrer, und anscheinend ist aber bei diesem Tanzkurs eben Rose diejenige, die das anscheinend super gut hinbekommt mit diesem Dirty Dancing und auch gut mit dem Trainer auskommt, und das bringt natürlich Blanche zur Weißblut. Also dieser Konkurrenzgedanke, den wir ja auch in einigen Folgen immer haben, auch immer sehr wichtig, einfach war bei dieser Sendung, sieht man in dieser Folge Foreign Exchange auch noch. Ich finde es spannend, dass du die Folge erwähnst, weil du hast anfangs ja schon eingangs die Dinos gesagt, und das ist so eine Folge, wo ich dachte so, hey, die, stimmt, ist die ja gab's bei den Dinos fast auch, 1 ja. zu 1 geremaked worden dann später bei den Dinos. Spannend. Ja, ich habe auch noch nach Ansätzen gesucht, auch so Alfred Hitchcock Sachen und sowas, aber es gab, glaube ich, mal eine Folge, die sich so ähnlich las wie It's a Wonderful Life, also Ist das Leben nicht schön? Aber da war dann doch kein so richtiger Bezug ausfindbar. Aber sie stimmt, also sie greifen sehr viele Themen einfach aus, die man auch aus anderen Folgen dann auch aus anderen Serien eben auch noch kennt, genau. Ja, ich habe ein paar Folgen mir rausgesucht, die mich einfach überrascht haben vom Thema her, dass das so offen angesprochen wird. Also eine, da hatte ich mir notiert, das finde ich jetzt leider nicht mehr, welche Folge das war, aber es geht darum, Rose hatte eine Bluttransfusion und dann wird ihr gesagt, eventuell besteht die Möglichkeit, dass sie dadurch das HIV-Virus bekommen hat. Also sie könnte AIDS haben, sie müssen es nochmal testen und sie bekommt in ein paar Tagen Bescheid, ob sie AIDS hat oder nicht. Das war natürlich gedreht auf dem Höhepunkt der AIDS-Epidemie in den USA, also hochaktuell. Und das Besondere ist, Rose kämpft natürlich gewaltig mit sich und stellt sich auch die Frage, warum passiert mir das? Ich bin doch ein guter Mensch. Das passiert doch eigentlich nur so Leuten wie dir, an Blanche gerichtet, weil Blanche ist ja die, die sehr viele sexuelle Eskapaden hatte. Und dann sagt Blanche einen ganz besonderen Satz, nämlich sie meint, Rose, AIDS ist nicht die Strafe Gottes für irgendein böses Leben oder ein lästerliches Verhalten. AIDS passiert einfach. Der Krankheit ist es egal, was du für ein Mensch bist. Da kann keiner was dafür. Und diesen Moment fand ich so besonders, weil es da auch hinter den Kulissen eine Geschichte dazu gibt. Der Editor dieser Folge und von vielen anderen Folgen auch, Peter D. Bate, hatte zu dem Zeitpunkt damals auch einen Lebensgefährten, der auch an AIDS erkrankt ist.
Und als er diese Folge geschnitten hat, musste er tatsächlich kurz stoppen und Pause machen, weil ihn dieser Satz von Blanche sehr, sehr tief getroffen hat, er sich gedacht hat, endlich in einer großen Mainstream-bekannten Serie spricht's mal einer aus. Das war ja auch so diese Zeit, als gerade auch wieder von republikanischer Seite, ja, AIDS, die Schwulenkrankheit und das kann nur die treffen und das sind Schuld und das ist teilweise auch, das ist gut, dass die das trifft, das ist die Strafe Gottes. Und endlich ist da mal in einer großen Serie, in einer wirklichen Sitcom von einer beliebten Figur ausgesprochen, wie es wirklich ist und ja, schwenkt da einfach Menschlichkeit mit. Das hat ihn sehr tief bewegt und muss sagen, das hat auch mich beim Anschauen bewegt, weil ich nicht damit gerechnet habe. Ja, Lachen und Weinen kann so dicht beieinander liegen und das sieht man bei der Serie sehr gut an vielen, vielen Folgen. Es ist auch, also bei der Folge, die, wo ich sagen muss, die hat mich auch sehr, sehr persönlich abgeholt, ist der Anfang der fünften Staffel, eine Doppelfolge, in der Dorothy feststellt, mit ihr stimmt irgendwas nicht. Sie ist ständig müde, sie ist ständig fertig, sie hat auch irgendwie ständig Schnupfen, aber sie war schon bei allen Ärzten und keiner kann ihr helfen und dann geht es weiter. Manche Ärzte reden ihr dann ein, ja, das ist alles psychisch bedingt, ja, das ist, weil sie älter werden und sie haben ja auch keinen Mann, das ist da, ein Arzt sagt ihr da richtig mal, dass sie soll sich die Haare färben, sie soll mal ein bisschen mehr rausgehen, das ist, dann wird sie ein ganz neuer Mensch. Und das steigert sich so weit, bis wirklich ein Freund, befreundeter Arzt von Dorothy ihr sagt, ja, klar, sie ist soweit gesund, aber er kennt Dorothy, er weiß, dass sie das nicht machen würde, wenn sie nicht wirklich was hat und sie zu einem Experten schickt, der dann bei ihr das chronische Schlafsyndrom oder Englisch Chronic Fatigue Syndrome diagnostiziert. Es war auch damals relativ frisch, dass man das bekannt hatte und man hat da auch von Betroffenen damals eine Story mit aufgearbeitet, weil das vielen Betroffenen damals gesagt wurde, ja, das bilden sie sich ein, das ist doch einfach nur, das ist psychisch bedingt und sie haben nichts und gerade bei Frauen gerne mal, man fast schon dieses alte Klischee, ja, sie sind doch nur hysterisch gegangen ist. Die Folge endet damit, dass Dorothy in einem Restaurant ihren Arzt, der sie falsch diagnostiziert oder ihr geraten hat, sie soll sich die Haare färben lassen, konfrontiert und das einfach mal richtig schön rausspricht und ihn runterputzt, so in der Richtung, ihr Ärzte seid nicht die Götter in Weiß. Und der Grund, warum mich diese Folge persönlich auch abgeholt hat, ich habe nicht das chronische Schlafsyndrom, Gott sei Dank, aber ich habe selber auch schon erlebt von Ärzten leider, dass man mit einem Problem zu ihnen kommt und weil der Arzt nicht gleich sagen kann, was es ist, wird quasi die Schuld auf den Patienten geschoben mit nach, das bilden sie sich nur ein. Deswegen fand ich es auch hier einfach aus persönlicher Erfahrung sehr, sehr schön, dass das so offen, so klar und dann aber auch mit so viel Herz und Humor ausgesprochen wird. Ja, also mir ging es so, als ihr hier mit dem Vorschlag um die Ecke gebogen seid, Golden Girls, die Serie ist mir natürlich bekannt gewesen, aber eine Folge habe ich eigentlich wirklich seit Jahrzehnten, seit ewiger Zeit nicht gesehen. Und in Vorbereitung auf die Sendung hatte ich jetzt erstmal einfach vorne angefangen und habe dann den Piloten geschaut und bin es von vorne angegangen. Jetzt fragt Basti ja nach den besonderen Episoden, da musste ich mir ein bisschen helfen, weil ich jetzt nicht 180 Folgen gucken konnte. Und im Zweifel habe ich darauf Quellen zurückgegriffen, die sich die Arbeit schon gemacht haben. Da gibt es nämlich einen Artikel auch von der Variety, die im Prinzip Artikel darüber hatten, so welche Folgen besonders gut sind oder welche vielleicht auch besonders aus der Reihe fallen und vielleicht da noch zwei, die da genannt waren. Das ist einmal Staffel 3, Episode 6, Brief an Gorbatschow. Das ist vielleicht jetzt eher das Beispiel für aus der Reihe fallen. Also da ist es wohl so, die Golden Girls reisen nach Russland, nachdem Rose einen Brief an Mikhail Gorbatschow geschrieben hat, in dem sie die Idee eines Atomkrieges gegen die Vereinigten Staaten verurteilt. Und in der Episode gibt es dann irgendwie so eine Traumsequenz, wo die Golden Girls eine Rede nationalweit im Fernsehen irgendwie halten. Also einerseits sehr unglaublich, aber natürlich auch wieder mit so einem ernsten Hintergrund. Und ja, vielleicht so die Episoden, die man nicht verpassen sollte, das ist dann nochmal das große Finale und Basti hatte es schon kurz angesprochen, also die letzten Episoden der Staffel 7, die Nichte der Braut, Doppelfolge, da ist es eben so, dass die Blanche, die Dorothy dazu verleitet, eben ihren Onkel Lukas zu daten, da hatte Basti ja schon gesagt, das ist Leslie Nielsen und was da nochmal so besonders ist, also Dorothy und Lukas
spielen ja dann so ein bisschen, die wollen eigentlich so einen kleinen Gag machen und spielen halt, dass sie sich ineinander verlieben. Und dann verlieben sie sich natürlich tatsächlich ineinander. Und das ist dann natürlich nochmal was Besonderes zum großen Finale. Und da hat Variety auch nochmal sehr schön kommentiert, indem sie gesagt haben, das ist wahrscheinlich eins der zufriedenstellendsten Serienfinals, die es jemals gab, weil Dorothy sich im Prinzip 7 Staffeln lang so ein bisschen Witze über die einsame Jungfer gefallen lassen musste. Und jetzt zum großen Ende hat sie dann doch noch also ihren Partner gefunden. Das ist ein ganz toller Hinweis, genau. Und eine super Überleitung auch. Leslie Nielsen haben wir gerade erwähnt. Ein besonderer Star, den man sich eingeladen hat für eine besondere Episode. Und es kam ja dann auch, nachdem die Golden Girls immer wieder erfolgreicher geworden sind, auch nochmal immer mehr Gaststars vorbei und statteten den Ladies einen Besuch ab. Und wir schauen uns jetzt mal die interessantesten weiteren Gastauftritte an. Mal gucken, was ihr da herausgefunden habt. Runde 4. Wer sonst noch zu sehen war? Ja, Gaststars. Also ich habe da auch mal nachgeguckt. Der ein oder andere Name sagt uns von diesen Gastdarstellern eigentlich auch nichts in Deutschland. Aber so richtig interessant, dass so größere Namen auch wirklich dann auftauchen in der Serie, wird es ab Staffel 2 in der Folge 2. Da gibt es eine Folge unter dem Titel Ladies of the Evening oder die Damen der Nacht. Man muss sich so vorstellen, Blanche gewinnt Karten für eine Filmpremiere mit Burt Reynolds. Und sie gewinnt aber nur 3 Karten. Da haben wir natürlich irgendwie ein großes Problem. Also einer dieser Damen muss irgendwie zu Hause bleiben und das ist Sophia. Und Sophia ärgert sich natürlich sehr darüber. Jetzt ist es so, bei dieser Filmpremiere, da wollen sie sich natürlich besonders schick machen und besonders fesch rüberkommen. Und sie mieten sich ein Hotelzimmer für den Abend. Und irgendwie kommt es dann, dass sie auf an der Bar in diesem Hotel irgendwie für Prostituierte gehalten werden, sodass sie verhaftet werden, die 3 Mädels. Und dann werden sie eingesperrt und dann muss Sophia sie natürlich aus dem Knast holen lassen und irgendwie sagen, nee, das sind eigentlich ganz harmlose Damen. Und was macht sie? Sie, bevor sie die Damen natürlich da rausholen lässt, schafft sie es noch dann doch alleine an diese 3 Eintrittskarten für diese Filmpremiere heranzukommen. Haut dann damit ab und die Dame-Mädels sitzen noch weiter im Knast und geht also auf diese Filmpremiere und dann aber, nachdem sie dann noch rausgelassen werden, die Mädels am nächsten Tag und sie noch sauer sind auf Sophia, klingelt es dann am Ende der Folge an der Tür und wer steht da? Burt Reynolds. Und er kommt Sophia abholen, denn sie sind ja heute zum Essen verabredet. Und dann nehmen die beiden sich in den Arm, Burt Reynolds und Sophia, und dann dreht er sich nochmal um und dann fragt er, und wer von den 3 war jetzt die Schlampe? Und alle 3 sagen, ich. In der Situation war sie ja alle gerne mit Burt Reynolds ausgegangen werden. Also das war der erste, so in meinen Augen, großer Star, mit dem man da so ein bisschen was anfangen konnte. Die anderen Stars, die ich jetzt noch irgendwie rausgesucht habe, sind eher die, wo man sagen kann, so das waren so ihre Anfänge, dass man die später in anderen Rollen nochmal dann stärker gesehen hat. Es war zum Beispiel mal so, dass George Clooney eine seiner ersten Auftritte hatte. Auch in der 2. Staffel, Episode 24, To Catch a Neighbor, Deutsch Tatort Miami. Da spielt er einen Polizisten und die wollen dann wohl irgendwie einen Fall in der Nachbarschaft dort aufklären und observieren. Und da ist eben ein junger George Clooney als Polizist zu sehen. Und es gibt einen Gastauftritt, auch jemand, der dann später in anderen Bereichen, aber auch im Film- und Fernsehbereich, groß Karriere gemacht hat, nämlich in der 4. Staffel, Episode 6, Sophia heiratet. Und da muss es eine, ja, so gesehen so ein bisschen Las Vegas angehauchte Hochzeit geben. Und dafür braucht man einen Elvis-Imitator. Und da lässt man dann einige Elvisse quasi so präsentieren, um dann den besten Elvis-Imitator auszuwählen. Und tatsächlich in unter einer dieser Elvis-Masken steckt niemand Geringeres als Quentin Tarantino, ja, der Regisseur von Inglourious Basterds und Pulp Fiction. Das ist halt eben das sehr Interessante. Er hat auch häufiger dann danach noch über diesen Auftritt dann gesprochen. Also war, wie gesagt, am Anfang seiner Karriere und er hat dann halt $300 wohl irgendwie für diese Rolle bekommen. Aber die Folge wurde dann irgendwie, oder Ausschnitte aus dieser Folge, da wurde immer wieder so in Best-of-Ausgaben und in Specials gezeigt. Und da kam dann dieser Ausschnitt eben mit dieser Elvis-Geschichte auch immer wieder zu tragen. Also hat er auch danach noch gut Tantiemen einfach verdient, weil sie diese Aufnahmen immer wieder verwendet haben. Und darüber spricht er anscheinend heute noch sehr gerne. Wie sein Gastauftritt bei den Golden Girls war. Ja, George Clooney und Tarantino sind mir auch aufgefallen. Wen ich erwähnenswert finde, der ist jetzt zwar so
Bisschen mehr als nur eine Gastrolle, Gaststar, aber Murray Hamilton, der ja die erste Besetzung war für Blanches Vater Big Daddy und dann, nachdem er verstorben ist, durch David Wayne ersetzt wurde. Aber Hamilton fand ich halt spannend, weil den kennt man als Fan von Jaws, der weiße Hai natürlich, als Bürgermeister Vaughn. Ja, man muss auch tatsächlich sagen, wir werden ja gleich auch nochmal über diese Nachfolge, in Anführungszeichen Golden Palace, reden. Und da sind dann auch exponentiell die Gastauftritte oder die Gaststars nochmal höher gewesen, weil da ist ja dieses Setting, das spielt ja in einem Hotel. Und da mal eben so ein Promi sich so ein Hotelzimmer nehmen zu lassen, ist anscheinend leichter gewesen, als den mal irgendwo in Miami bei so einer Senioren-WG vor die Haustür zu stellen einfach, ne? Also da musste man auch nochmal überlegen, dass das ein Grund war für diese Golden Palace Serien. Ich glaube, das war vielleicht auch von Anfang an so angelegt, weil denke, es war jedem klar, dass nach Golden Girls The Golden Palace nicht wirklich in der Lage sein würde, diesen Erfolg zu wiederholen. Und man dachte vielleicht, indem man da immer wieder mal berühmte Leute reinsteckt, dass man ein bisschen die Einschaltquoten boosten kann. Genau, hat ja beim A-Team auch nicht funktioniert. Also warum sollte es hier dann auch funktionieren? Genau, okay. Unsere nächste Rubrik bezieht sich noch nicht auf Golden Palace, sondern bezieht sich auf die deutsche Synchronisation von den Golden Girls. Runde 5. Synchronisation. Dass wir über die Golden Girls in Deutschland lachen können, hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir sie ja in einer synchronisierten Fassung kennenlernen durften. Und interessanterweise saßen an den Synchronbüchern auch wirklich ganz interessante Menschen, die auch generell Sitcom-History in Deutschland verursacht haben. Zum Beispiel bei dem Dialogbuch fällt der Name Siegfried Raabe auf, der zum Beispiel auch für Alf eigentlich sehr viele Synchronbücher geschrieben hatte. Also kam ja, das genau zur richtigen Zeit. Und für die Simpsons dann natürlich auch. Also beim ZDF waren die ersten 3 Staffeln, glaube ich, waren es, ja. Aber natürlich muss man auch wirklich sagen, die Besetzung hat da irgendwie auch sehr gut gepasst bei den Rollen. Es war eine Produktion, die Studio Hamburg ja gemacht hat. Also lebten, muss man ja leider dann doch noch sagen, die Synchronsprecher eigentlich auch so größtenteils im Hamburger Bereich. Aber es gab auch vereinzelte Berliner zum Beispiel, die mitgespielt haben. Vielleicht fangen wir mit der Dame an, die sogar noch vorhanden ist, der man vielleicht sogar noch etwas entlocken könnte zur Produktion der Golden Girls, denn die Stimme von Rue McCallaghan, also von Blanche, das ist Ursula Sieg, die lebt noch, die könnte man also quasi mal befragen, wie das denn noch aussieht. Wir wünschen ihr noch alles Gute, dass sie noch lange unter uns bleibt. Bei den anderen Sprechern sieht es leider dann nicht mehr so gut aus. Also selbst die, fangen wir mit der Stimme von Bea Arthe an, die hatte 2 Synchronsprecherinnen gehabt. Einmal Ursula Vogel in den ersten beiden Staffeln. Ja, es war nur für die ersten 31 Folgen und ab dann. Genau, da gab es nämlich einen Wechsel. Anscheinend ist Ursula Vogel wohl krank geworden und wurde ersetzt durch Beate Hasenau, durch eine Berliner Sprecherin. Und anscheinend hat das aber besser funktioniert. Beate Hasenau hat sie anscheinend besser getroffen, sodass dieser eigentlich krankheitsbedingte Tausch zu einem längerfristigen wurde. Beate Hasenau kennt man aber auch ganz gut noch, wenn man früher viele Disney-Zeichentrickfilme zum Beispiel geguckt hat. Sie ist so diese Standardstimme von diesen bösen Frauen. Ja, nicht die Standardstimme von den bösen Frauen. Sie ist die böse Frau aus der Disney-Renaissance. Sie war die Seehexe Ursula in Ariel. Und sie war, das müsste man auch nochmal erwähnen, sie hat schon die Anfänge von James Bond mitgenommen. Sie war nämlich die erste deutsche Stimme von Miss Moneypenny, dann halt nur in Dr. No, aber sie hat den Anfang gemacht. Ich hätte jetzt noch gesagt, bei diesen Disney-Nummern, sie hat zum Beispiel auch den Film, den ich sehr mochte, Bernard und Bianca, die Mäusepolizei, da hat sie Madame Medusa gesprochen, also auch diejenige, die dann das Kind dazu überredet, da Diamanten und sowas zu klauen. Oder sie war auch, glaube ich, in einer Variante von 101 Dalmatiner hat sie auch Cruella gesprochen. Also da war sie anscheinend für prädestiniert und dann eben auch für Beatrice Arthur dann doch mit ihrer sehr rauen, sehr harten Stimme. Ja, sie hat da großartig sehr drauf gepasst, auch auf diese Figur Dorothy. Wobei ich sagen muss, das hört sich jetzt so ein bisschen an, als würden wir Ursula Vogels Performance schlecht machen. Das überhaupt nicht. Ursula Vogel hat auch super drauf gepasst. Es war halt ein bisschen anders angelegt als dann Beate Hasenau, aber auch eine großartige Leistung. Dann haben wir Rose, die wurde gesprochen von Verena Wied. Auch eine sehr, sehr piepsige Stimme. Ich glaube, im Original ist Betty White gar nicht so hoch gepitcht und so weiter. Sie hat ja dann auch später in anderen Sitcoms noch mitgespielt. Da hat sie so eine bessere, etwas tiefere Stimme bekommen, weil dann Frau Wied auch wahrscheinlich gar nicht mehr das machen konnte.
Und wer leider ja auch nicht mehr synchronisieren kann, aber eine legendäre Synchronstimme eigentlich ist, ist ja die von Sophia, das war Barbara Rattay. Und Barbara Rattay, da haben wir auch wieder so ein Phänomen, spricht eine viel, viel ältere Frau in der Hinsicht, als sie dann im wirklichen Leben irgendwie auch war. Aber ist leider auch mittlerweile nicht mehr unter uns. Ja, gerade mit Barbara Rattay ist spannend, weil sie ja dann später in die Dinos, da haben wir wieder die Verbindung mit der Ethel Phillips, eine bisschen ähnliche Figur nochmal, wie Sophia gesprochen hat, die ja auch immer wieder mal sehr böse, trockene Sprüche ablässt. Es gibt übrigens, es gab es dann von RTL, ich glaube es war von 94 oder 95, ein kurzer Ausschnitt aus einer Talkshow, als die deutschen Stimmen der Golden Girls da eingeladen wurden und dann sich nochmal vorstellen, wie sie auch dazu gekommen sind. Das ist sehr, sehr spannend anzuschauen. Findet man auch auf YouTube. Was ich spannend finde, gerade bei Rose und Sophia, du hast ja vorher schon erwähnt, dass Verena Wietz viel höher klingt als Betty White im Original und umgedreht, Barbara Rattay ist viel rauer und ein bisschen tiefer als Estelle Getty im Original. Und es passt aber hervorragend zu diesen Figuren, diese Stimmen, auch wenn es nicht ganz das Original trifft, von der Emotion und vom Charakter her geht es so Hand in Hand, dass man das gar nicht in Frage stellt, egal in welcher Fassung. Es ist unglaublich gut besetzt im Deutschen auch. Genau, also da vielleicht wieder ein seltenes Beispiel dafür, dass eine deutsche Synchronisation dann einer Serie dann doch gut getan hat, ne? Also, und man kann sich ja auch dann noch daran orientieren, welche Stimmen man noch so ein bisschen hört. Ich habe mir noch Namen aufgeschrieben. Das sind aber auch übliche Verdächtige, dass man dann auch schon mal einen Wolfgang Völz häufiger mal geholt hat, obwohl der eigentlich in Berlin gelebt hatte. Leute wie Gottfried Kramer, die Stimme von Kit, war dabei. Andreas von der Meden, die Stimme von Michael Knight, also die Knight Rider-Sprecher. Hans Petsch hat immer mal wieder gesprochen. Hans Petsch ist ja die typische Märchen-Hörspiel-Kassettenstimme überhaupt gewesen. Und Friedrich Schönfelder, den hatten wir ja auch schon mal erwähnt, ist eigentlich auch ein alteingediegener, großer Schauspieler gewesen, auch eigentlich in Berlin. Der tauchte allerdings häufiger auf, weil er ja in einer Spin-Off-Serie auch nochmal zu hören war als Hauptcharakter, nämlich bei Harry's Nest hat er quasi diesen Harry dort synchronisiert. Deswegen, der tauchte in der Originalserie auf und musste dann natürlich immer wieder von Friedrich Schönfelder dann natürlich auch in dieser Serie synchronisiert werden. Ich habe allerdings auch noch eine ganz besondere Sprecherin gefunden. Die hat nur eine einzige Folge synchronisiert, aber just die Folge, über die wir auch eben mal gesprochen haben, die nämlich diese Thematik mit der lesbischen Liebe so ein bisschen aufgegriffen hat. Und in dieser Folge wird also diese Freundin, die sich da in Rose verliebt, gesprochen von Evelyn Hamann. Kennen wir alle noch aus den Loriot-Sketchen natürlich und noch als Detektivin in Krimis aus Norddeutschland. Und sie hat wirklich ein einziges Mal nur eine Gastrolle gesprochen. Aber anscheinend wusste man damals schon, oh, das ist anscheinend eine sehr wichtige Folge, die da stattfindet. Also sorgen wir uns auch mal eine ganz besondere Sprecherin eben für diese Gastrolle. Und das war halt Evelyn Hamann. Das Besondere ist, dass es natürlich auch bei den Golden Girls ein paar Anpassungen gegeben hat für die deutsche Fassung. Also es fällt zum Beispiel auf, wenn Dorothy droht ja ihrer Mutter öfters mal wieder, sie bringt sie zurück ins Altersheim, in die schattige Pinie. Und da fällt, ich weiß nicht mehr jetzt in welcher Folge, fängt irgendwann mal die Drohung, dass Dorothy ihr im Englischen androht, sie kommt zurück in die schattige Pinie. Das wurde jetzt von ein paar Deutschen gekauft, um so ein bisschen alte Angst aus der Kriegszeit zu schüren. Das hat man im Deutschen geändert, da sagt Dorothy, sie bringt Sophia zurück in die schattige Pinie und das Heim gehört mittlerweile Saddam Hussein. So hat man in dem Sinne auch, Hintergrund des ersten Golfkrieges, vielleicht die Drohung fast schon aktualisiert. Interessant finde ich, die Serie ist ja dann später häufiger wiederholt worden, unter anderem auch bei RTL und Vox. Das Besondere ist, da haben aber dann kurze Szenen gefehlt. Es waren immer wieder ein paar Minuten, die man da rausgeschnitten hat, nichts groß Essentielles. Aber anscheinend gab es da rechtliche Schwierigkeiten, als die Serie später auf DVD rauskam. Da sind diese rausgeschnittenen Segmente wieder reingekommen, allerdings nur im englischen Originalton. Da hat dann zwischendurch für einen Satz nur, der aber damals im Öffentlich-Rechtlichen noch auf Deutsch lief, ist auf Englisch gewechselt worden. Und man kann ja dann aber trotzdem dementsprechend noch sagen, genau, RTL hat es wiederholt. Es lief ursprünglich in der ARD und zwar immer, also am Anfang glaube ich freitagsabends um 11 Uhr und dann war aber auch mal, glaube ich, irgendwie eine Staffel lang irgendwie dienstags oder zwei Staffeln dann dienstags um 11 Uhr. Also man hat diese Serie in der Nacht gezeigt,
hat sich nicht getraut, das zum Beispiel am Vorabend oder so zu zeigen, weil ja doch dann das ein oder andere Thema vielleicht dann doch zu hart gewesen ist. Und wir sprechen ja gleich noch über so eine Spin-off-Serie, Harry's Nest. Da war sie zum Beispiel, die lief auch in Deutschland und lief auch in der ARD. Das konnte man dann zum Beispiel am Vorabend sich angucken. Was ich nicht verstanden habe, war, dass eigentlich auch mehr eine erwachsene Serie war. Aber da fanden sie es dann halt eben auch nicht so schade. Lustigerweise hatte man dann auch am Vorabend in der ARD auch mal sowas gezeigt wie Hör mal, wer da hämmert in einer ersten deutschen Fassung. Das wurde dann aber auch bei RTL zum Beispiel, wurden diese ganzen Disney-Serien, kann man sagen, später dann nochmal ein bisschen populärer. Ja, es ist gerade bei den Golden Girls seltsam, weil es ja auch dann später für die DVD-Veröffentlichung ein paar kuriose Sachen gab. Da hat ja Buena Vista die DVDs rausgebracht, allerdings lange Zeit dann nur die ersten drei Staffeln. Und da muss man an der Stelle mal sagen, Hut ab an die deutschen Golden Girls-Fans. Die haben eine Online-Petition gestartet, wo sich weit über 1500 Personen mit beteiligt haben und haben es tatsächlich geschafft, so viel Druck auf Buena Vista auszuüben, dass die anderen, die noch fehlenden Staffeln ebenfalls veröffentlicht wurden. Es gibt heute noch auf YouTube ein paar so kurze Videos, die damals für die Petition liefen, wo sie zeigen, kleine Ausschnitte nur aus der Folge, immer mit dem Texteinblendung. Diesen Moment können sie auf DVD sehen, vieles aber nicht, und mit der Aufforderung, Buena Vista soll bitte endlich die anderen Staffeln auch auf DVD rausbringen. Muss man in dem Sinn sagen, ist das fast schon Pionierarbeit. Sowas kennt man eigentlich jetzt erst aus der jüngeren Vergangenheit von so Sachen wie Release the Snyder Cut für die DCEU-Filme. Genau, aber jetzt greifen wir ja schon so ein bisschen unser Abschlussthema natürlich vorne weg. Wir schauen jetzt mal tatsächlich uns an, wie rühmlich oder unrühmlich es mit den Golden Girls zu Ende ging. Runde 6. Was nach dem Ende passierte. Also wenn eine Serie so erfolgreich ist wie die Golden Girls, dann versucht man natürlich vielleicht Serien mit den Charakteren irgendwie zu etablieren, die so ein bisschen andere Geschichten erzählen wollen. Und da gibt es diese wunderbare Erfindung des Spin-Offs, also nach dem Motto, man erzählt eine Folge lang mal eine Geschichte mit einer anderen Figur und diese Figur bekommt dann ihre eigene Serie, aber die Figuren eben aus dieser Mutterserie tauchen dann irgendwie mitunter auch auf. Und diese quasi, Hintertürpiloten nennt man sie, glaube ich, Backdoor-Pilots. Da gab es bei den Golden Girls so einige. Und die bekannteste und erfolgreichste Hintertür-Spin-Off-Serie war das Empty Nest oder im Deutschen Harry's Nest. Empty Nest ist ja ein Begriff nach dem Motto, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann ist das Nest ja leer. Und in dem Fall war es so, dass der Hauptdarsteller, das war Harry Weston, ein Kinderarzt. Und bei dem ist es aber so, das Empty Nest ist eben irgendwie nicht mehr vorhanden, denn die Kinder, die zuerst ausgezogen sind, zwei Töchter, kommen zu ihm zurück und ziehen wieder bei ihm ein. Und deswegen also quasi war dieses Empty Nest so doppeldeutig. Und gefühlt hatten eigentlich alle Darsteller aus den Golden Girls auch in dieser Serie Empty Nest Gastauftritte, bis auf Beatrice Arthur, bis auf Dorothy, die ist also nie in solchen Spin-off-Geschichten aufgetreten. Ja, es gab doch da ganz interessante Synergieversuche. Da gab es doch mal eine Folge, es war direkt so ein Sonderabend dann auf NBC, da lief Golden Girls und danach Empty Nest und dann nach noch eine andere Spin-off-Serie von den Golden Girls. Und in allen drei Folgen ging es um einen Hurricane, der Miami einzog. Also da machten die Golden Girls den Anfang, dann ging es weiter mit einem Hurricane bei Empty Nest und das ist so ein bisschen an Nurses gewesen sein. Genau, Nurses war es. In Nurses ist ja dann auch Rose, die in der Golden Girls Folge nochmal ins Krankenhaus fährt, da wird sie jetzt gebraucht wegen Hurricane, tritt dann in der Nurses Folge auf und deeskaliert da eine Auseinandersetzung zwischen zwei Patienten. Also dann quasi vom Spin-off zum Crossover, kann man dann sagen. Ja, ne? Es ist eine ganz nette Idee, hat aber nur so semi funktioniert, weil diese Spin-offs zwar jetzt nicht unerfolgreich waren, also es hat schon gepasst. Aber diesen Hit-Charakter von Golden Girls haben sie nicht erreicht. Und ich glaube auch, wenn man nicht auf so Synergien wie jetzt mit dieser Hurricane-Folge gesetzt hätte ein paar Mal, dass es dann auch schneller vorbei gewesen wäre noch mit den Spin-Offs. Aber man muss schon sagen, Empty Nest, da lese ich hier 170 Folgen und das kommt ja knapp an die 180 der Golden Girls irgendwie auch ran. Also so ganz unerfolgreich war es halt eben nicht, aber klar, an die Originalserie ist man schwierig angekommen. Es gab interessanterweise nochmal einen Auftritt von einer Figur der Serie, nämlich von Sophia in der Serie Blossom.
Interessanter Hintergrund, da wurde nicht so richtig genau erzählt, dass es irgendwie in einem Serienuniversum spielt, aber da tauchte Sophia in den Traum eben der Hauptdarsteller Optico Blossom auf. Die wurde ja von Michael Ballack gespielt, die kennt man ja aus Big Bang Theory heute, aber die war ja eben in dieser ihrer eigenen Serie viele Jahre lang auch sehr, sehr populär. Und da wurde dann irgendwie das auch dadurch erklärt, so nach dem Motto, das muss ja dann alles ein Serienuniversum sein. Im Hintergrund ist aber auch, dass eben Blossom eben von Whit Thomas Harris, an dieser Produktionsgesellschaft von den Golden Girls, eben auch produziert worden ist. Also deswegen auch da, gibt es dann diese Verbindung. Ja, gibt es ja viele Theorien mit mehreren Serien, die alle in einem Universum spielen sollen. Ich glaube, da kann man lange darüber debattieren, wie viel da wirklich dran ist und wie viel nicht. Genau. Also jetzt müssen wir aber natürlich diese eine Serie mal anschneiden, die ja für viele einfach das Ende der Golden Girls eingeläutet hat. Golden Palace, vielleicht mal um diesen Zusammenhang zu erzählen. Also in der Serie haben wir gesehen, dass eben Dorothy heiratet und das Haus verlässt mit ihrem neuen Mann. Sophia beschließt aber dort eigentlich oder bei diesen beiden anderen Damen noch zu bleiben. Nur wird dann kurzerhand durch irgendwie Ideen, die man der Blanche dort in den Floh, den man ihr ins Ohr gesetzt hätte, dass doch ein Hotel, doch ein ja lukratives, eine lukrative Geldeinnahmequelle dort wäre, dass Blanche auf einmal die Idee bekommt, okay, ich verkaufe jetzt mein Haus und das Geld investiere ich dann in ein Hotel, in das ich dann mit meinen beiden Ladies dann ziehe und wir machen dann ein ganz entspanntes Seniorenleben, aber dann kommt auf einmal raus, nee, das Hotel ist eigentlich total heruntergewirtschaftet, es gibt kein Personal und dann müssen also die drei Mädels also dann wieder anfangen, so richtig dort zu ackern in dem Hotel und so weiter, aber kriegen das wohl auch irgendwie dann noch gewuppt, es gibt aber auch Hotelpersonal, was sie noch übernehmen können von vor Ort. Es ist eigentlich gar keine so unlustige Serie eigentlich auch gewesen, aber diese Konstellation einfach jetzt auf einmal ist Dorothy nicht mehr da, stattdessen haben wir hier Hotel-Mitarbeiter und man muss sich da irgendwie austauschen und so weiter. Okay, viele Gaststars haben wir schon erwähnt, aber das Ganze hat anscheinend nicht so gut eben funktioniert. Man muss dazu auch nochmal sagen, diese Serie Golden Palace lief nicht wie die ganze Serie Golden Girls davor bei NBC, sondern man hat sich da irgendwie zu einem Network-Wechsel entschlossen. Sie wollten zwar auch bei NBC diese Golden Palace-Serie machen, allerdings nur in Staffel 1 mit 12 Folgen, weil sie erstmal gucken wollten, Mensch, wie erfolgreich kann das denn dann werden und wie wird das beim Publikum ankommen? Und da war an aber Whit Thomas Harris irgendwie dann auch im Austausch mit dem anderen konkurrierenden Network CBS, die ihnen also eine komplette erste Staffel, das sind dann so 20, 24 Folgen, also so die doppelte Anzahl, da versprochen haben. Und das war dann für die lukrativer, zu sagen, dann wechseln wir doch mal mit den drei Ladies auch mal komplett den Sender und sind dann auch zum Beispiel von dem Sendeplatz, die Golden Girls liefen immer samstagsabends auf den Freitagabend gewechselt und das alles spielt in gewissem Sinne einfach dann eine Rolle dafür, dass eben allerdings nach Staffel 1 eben von Golden Palace CBS direkt gesagt hat, wir werden das jetzt nicht mehr verlängern, wir werden die Sendung absetzen und dass dann quasi die Geschichte der Golden Girls eben mit dieser unrühmlichen Staffel Golden Palace dann leider aufgehört hatte. Ja, man kann vielleicht noch sagen, wieso hat's denn den Golden Palace überhaupt gebraucht? Wieso hat man gemeint, dass es den braucht? Zum Ende von Golden Girls, da kam, wie es oft so ist, ein bisschen was zusammen. Die Quoten sind im Vergleich zum Start der Serie schon runtergegangen, waren aber immer noch auf einem soliden Bereich. Man kann sagen, das Ende hat sich eigentlich schon mit dem Ende der fünften Staffel abgezeichnet. Da hat Terry Hughes, der so einer der Standardregisseure für die Serie war und auch diesen Stil sehr geprägt hat, beschlossen, er möchte jetzt andere Projekte machen. Und Beatrice Arthur hat da auch schon überlegt, ob sie nicht fertig ist, ob sie nicht mit der Figur Rose alles, mit der Figur Dorothy natürlich alles gemacht hat, was man machen kann, ob sie nicht aufhören will. Man hat sie dann doch noch für zwei Staffeln verlängern können, sie nochmal überreden können. Aber sie hat dann gemeint, ich möchte jetzt meine Karriere in eine andere Richtung entwickeln. Ich bin mit der Figur fertig, ich habe alles gegeben. Und es ist natürlich irgendwo sehr traurig, wenn es dann mit einer Serie so zu Ende geht. Ich finde aber auch vor dem Hintergrund, dass man das einfach auch mal respektieren muss, wenn eine Schauspielerin sagt, ich habe jetzt alles mit einer Figur gemacht, ich möchte mich weiterentwickeln. Es wäre ja auch langweilig, wenn man sein Leben lang in einer Rolle hängen bleibt. Ja, man muss sagen, man hat halt auch versucht, vielleicht noch einen Ersatz für Bea Arthur zu finden. Also hat sogar, ich glaube, in der
Finalfolge eben noch eine Schauspielerin, die gar nicht, glaube ich, sogar so unbekannt ist, da versucht noch reinzubringen. Ich glaube, Debbie Reynolds war das sogar, die ja die Mutter von der Leia-Darstellerin Carrie Fisher gewesen ist, die man da noch reingut, die in den USA auch eine sehr populäre Schauspielerin war. Aber das hat man dann noch irgendwie, vielleicht auch wieder mit dem Dollarzeichen im Auge, nee, wir können hier was ganz Neues starten mit einer neuen Serie. Die drei anderen Mädels haben noch Lust und die haben noch Power und haben noch Energie. Mit denen kann man noch was machen. Aber vielleicht war halt dieses ganze Umfeld, dieses ganze Setting, ne, in einem Hotel das Ganze jetzt ansiedeln zu lassen. Also ich kann zumindest verstehen, dass man diese Chance noch mal wahrnehmen wollte. Aber wie gesagt, die anderen waren ein gewisses Dreamteam, was eingespielt war. Und wenn man halt da was dran verändern muss an diesem Dream Team, dann ist das meistens eben ein ja, Jump the Shark-Moment, wo man dann sagen kann, oh, das kriegt man dann nicht mehr so hin, also dann lasst uns das hier in irgendeiner Form beenden. Ich glaube, schönes Beispiel auch, was noch nicht so lange her ist, ist, glaube ich, Scrubs. Würde ja auch jeder sagen, so diese letzte Scrubs-Staffel, wo dann der JD nicht mehr im Mittelpunkt stand. Warum hat man das gemacht? Aber wenn, wie gesagt, die Leute noch Lust haben und wenn es noch eine Fanbase in Anführungszeichen gibt, warum es dann nicht mal versuchen? Aber ja, die Historie zeigt einfach auf, dass solche Versuche einfach meistens schiefgehen müssen, einfach auch. Ja, ich denke auch, es gibt so viele Beispiele, wo man natürlich im Nachhinein sagen kann, ja, da ist der Zenit dann letztlich so ein bisschen überschritten worden. Wenn jetzt alle vier Golden Girls noch gewollt hätten, hätte man das sicherlich auch so schreiben können, dann wäre es wahrscheinlich eher eine achte Staffel geworden. So ist es jetzt halt so ein bisschen, ja, Epilog so fast fünf, schon, könnte man sagen, ja. genau, Epilog, ja, den es jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte, aber wie gesagt, das kann man so oft und über so viele ja, Spin-offs etc. dann sagen und vielleicht gehört das einfach auch so ein bisschen zum Prozess auch von so kommerziellen letztlich ja auch Serien dazu, dass man eben das versucht auch so lange irgendwie zu erhalten, wie es dann eben geht, auch wenn dann der Erfolg schon nachlässt und dann war es ja dann letztlich 1993 war ja dann auch wirklich Schluss. Man muss aber sagen, bei den Golden Girls, jetzt für die Serie nur, war vielleicht der Schlusspunkt genau richtig gesetzt. Man konnte mit einem schönen, sehr herzigen Finale aufhören, der Dorothys Charakter so zum Abschluss gebracht hat, wo sie sich nochmal sehr emotional verabschieden konnten, was sich wirklich wie ein rundes Ende anfühlt und vielleicht deswegen auch Grund war, warum die Golden Girls bis heute so einen Kultstatus behalten konnten. Ich meine, es gab ja im Folgenden durchaus auch skurrile Tribute oder so, ich möchte fast sagen, Wiederaufführungen. Also ich denke jetzt da zum Beispiel an das Broadway-Musical, das nur von Männern in Drag gespielt wurden, unsere Golden Girls. Das entstand übrigens nicht mit Segen der Produktion, das lief mehrere Monate. Dann hat Susan Harris vor Gericht geschafft, dagegen vorzugehen. Es gibt aber tatsächlich, das ist erst im Letz Verzeihung, vor 2 Jahren gestartet, im Februar 2020. Von dem Regisseur Christian Spatzek gibt es eine österreichische Golden Girls-Variante, die man in der Komödie am Kai in Wien bewundern kann. Hab's mir noch nicht ansehen können, aber kann mir vorstellen, dass so der Golden Girls-Humor mit dem Wiener Schmäh vielleicht ganz gut zusammengeht. Wir können auf jeden Fall nochmal festhalten, dass unsere Golden Girls eben nach dem Ende der Serie auch ganz unterschiedliche Schicksale selber noch hatten, also sich eigentlich eher so ein bisschen zurückgezogen hatten auch. Natürlich auch krankheitsbedingt, haben wir ja auch schon so ein bisschen erzählt. Wer es aber dann zu wirklich weiteren, ja, tollen Filmrollen ja, geschafft hat, danach war ja Betty White dann trotzdem. Also ich sage nur, Hot in Cleveland war ja auch eine sehr beliebte Serie, die man auch in Deutschland dann ausgestrahlt hatte. Und ich glaube auch nur wegen Betty White, weil ich könnte mir nicht vorstellen, dass da andere Leute gesagt haben, Mensch, das würden wir uns angucken, wenn die dann da nicht mitgespielt hätte. Also das glaube ich irgendwie nicht. Aber sie hat dann dementsprechend immer noch mal wieder bei interessanten Projekten mitgemacht und war halt eben auch noch zu sehen. Und dann jetzt, wie gesagt, wäre sie fast 100 Jahre alt geworden. Wir können nur sagen, ey, trotzdem vielen Dank dafür, dass du uns hier in Deutschland zumindest mit den Golden Girls sehr unterhalten hast. Ja, was ich noch dazu sagen wollte, sind eigentlich zwei Sachen. Also das erste ist, die Golden Girls haben ja bis heute auch sehr viele sehr prominente Fans. Also Hugh Jackman ist bekennender, riesengroßer Fan und
da kann man auch wieder Österreich jetzt hernehmen, da war Peter Alexander ein großer Fan. Und zwar ein so großer, dass er tatsächlich mal in seiner Show einen Sketch gemacht hat, in dem er alle vier Golden Girls spielt, allerdings synchronisiert von den originaldeutschen Synchronsprechern. Kann man sich auch auf YouTube anschauen. Es ist göttlich, es ist wunderbar. Und das ist jetzt auch wieder was Persönliches von mir. Muss sagen, die Serie Golden Girls ist komplett an mir vorbeigegangen, bis ungefähr von einem Jahr, Bastian, als du sie erwähnt hast, mir so ein bisschen drüber erzählt hast und mich so ja scharf gemacht, dass ich gedacht habe, jetzt gucke ich mir doch mal eine Folge an. Und ich finde, das spricht sehr für diese Serie und was für eine Kraft die auch heute noch hat. Ich habe eine Folge gesehen und war so gehuckt, dass mich sofort reingezogen hat. Also auch heute im Jahr 2022 kann die Serie immer noch neue Fans begeistern. Ich kann auch nur wirklich jeden der jüngeren Hörer jetzt auch empfehlen. Also nimmt die Chance wahr, googelt mal danach, zappt mal durch und bleibt ruhig mal bei einer Folge hängen von den Golden Girls. Und wenn es euch nicht gefällt, ist nicht schlimm und so weiter. Aber gebt den vier Ladies mal eine Chance und ihr werdet es, glaube ich, nicht bereuen. Die Serie ist ja auch heutzutage wieder einfach zu finden. Und zwar da, wo sie ja auch irgendwo hergekommen ist, wenn wir daran denken, was wir am Anfang gesagt haben, nämlich bei Disney, in dem Fall bei Disney Plus. Ja, kann man nur sagen, Bastian, wie du sagst, gebt den vier Damen eine Chance. Es hat seinen Grund, warum alle vier für diese Serie mit dem Emmy ausgezeichnet wurden, was ja in der Sitcom-Geschichte sehr selten ist. Ich glaube, es gibt insgesamt nur vier Sitcoms, die das geschafft haben und kann nur sagen, bei allen vier mehr als verdient. Gebt diesen vier Damen eine Chance und gebt uns beim nächsten Mal bitte auch wieder eine Chance, denn dann werden wir schon Folge 15 der Fernsehkunde erreicht haben. Wir halten das jetzt mal ein bisschen dunkel und mysteriös, wie dann das Thema sein wird. Ich würde sagen, bis dahin, habt viel Spaß mit Golden Girls und allen anderen Serien. Macht's gut, bis dann. Danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss. Das war's für heute bei Fernsehkunde. Doch Bastian, Daniel und Markus kommen wieder. Keine Frage. www.fernsehkunde.de Glotze aus, ab nach Haus!